So, da, hallo zusammen, hallo in die Runde, heute bei einem Livestream mit Nadja. Und zwar wird es darum gehen, wie man natürliche Retusche in Photoshop macht, beziehungsweise wie das Nadja macht und was so der allgemeine Ansatz oder der Hintergedanke von natürlicher Retusche ist. Okay, damit wir da einfach mal loslegen, sage ich, hey Nadja, stell dir einfach mal vor und sag uns, was da so dein Zugang, deine Idee und was auch immer dahinter ist. Ja, hallo. Also ich bin die Nadja und ich beschäftige mich jetzt schon mit Retusche seit circa 7 Jahren. Also seit 7 Jahren mache ich das hauptberuflich und also Photoshop habe ich schon gelernt in der CHS, also eigentlich noch ein HPLA war das damals und da habe ich Medieninformatik gemacht. Genau, und ich habe immer schon Photoshop geliebt, aber wirklich hauptberuflich seit 7 Jahren. Und im Laufe der Zeit habe ich einfach immer mehr gemerkt, dass es mich zur natürlichen Retusche hinzieht. Aus mehreren Gründen einfach. Aber so dieser Hauptfokus, warum mich eigentlich die natürliche Retusche so interessiert, ist die Verantwortung, die man damit trägt. Weil wenn ich eine Person retuschiere, dann transportiere ich damit natürlich immer eine Botschaft. Also da geht es mir jetzt vor allem um Privatpersonen. Wenn ich der gewisse Sachen wegretuschiere, dann gebe ich der Person natürlich auch das Gefühl, dass sie vielleicht nicht okay ist, so wie sie ist. Yes. Oder einfach, wenn man jetzt einmal denkt an Instagram und so weiter, wo ja teilweise einfach mit einem Mausklick jetzt dann schon hochretuschierte und pipifeine Bilder generiert werden können. Ja, jungen Mädels, denen es vielleicht noch nicht so bewusst ist, einfach das Bild vermittelt wird, hey, es muss alles super perfekt sein, ich muss super schön sein, ich darf keine Zellulite haben und so weiter. Und deswegen treibt es mich immer mehr in Richtung natürliche Retusche. Genau, du hast das jetzt eher so kurz so angesprochen, es wird auch immer einfacher, so das mit einem Klick und es schaut schon cool aus, man legt irgendwelche Filter drüber und das Thema ist, oder ganz viel Hautprobleme. Man kommt ja, wenn man darüber redet, so permanent in so Bereiche rein, die irgendwie wertend sind. Und das ist eigentlich das total Schräge. Und mit dem ganzen Retusche-Thema verstärkt man das ja eigentlich. Weil eben, wie du gesagt hast, so, keine Ahnung, Haut, nicht Normgerechtheiten, dass wir es einmal so sagen, werden dann gleich einmal als Problemstellen oder was auch immer gemacht. Dann geht es nur weiter, irgendwelche Körperformanpassungen, weil man braucht ja das kleiner oder das größer oder wie, was auch immer sei. In dem, wie du sagst, damit wird das Bild, was einfach meistens wahrscheinlich für junge Frauen dann irgendwie betrifft, wie man halt ausschauen oder zu ausschauen hat, auszuschauen hat, wird eigentlich total in eine Richtung getrieben, die jetzt nicht wirklich toll ist. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, ich war so erstaunt. Ich habe das letzte Mal zum ersten Mal so eine Facetune-App verwendet. Ja. Also wirklich, ich habe mir dann gedacht, so, wieso mache ich diesen Beruf eigentlich noch? Wieso gibt es mir eigentlich noch? Nein, also ich weiß schon, warum ich ihn mache, aber es war wirklich für mich erstaunlich, weil ich habe mich mit diesen ganzen Apps oder sei es jetzt auch irgendwie Portraiture oder diese ganzen Automatismen habe ich eigentlich nie verwendet, aus dem Grund, weil wenn mich jemand bucht, dann möchte er Handarbeit haben. Genau. Also ich habe das auch nicht verwendet. Aber da war ich wirklich erstaunt, was da eigentlich schon geht in letzter Zeit. Ich sage das Thema an sich, ich habe auch vor kurzem, ich glaube, so sind wir dann auch ins Gespräch gekommen, das Retouch for Me Heal vorgestellt, wo es ja darum geht, oder andersrum, bis vor kurzem war es so, dass wenn man jetzt irgendeinen Automatismus drüber laufen hat, dann hat man, wenn man das gewusst hat, auf was ankommt, hat man jetzt sofort gesehen, okay, da ist jetzt irgendwie der Filter drüber gelegt worden und die Haut erstellt und was auch immer, das war alles so sehr bam, drüber gebügelt, sage ich mal. Und mittlerweile fängt es so ein bisschen an, dass einfach künstliche Intelligenz dazukommt und das Bild sinnvoll retuschiert. Sinnvoll retuschiert ist gefährlich in dem Zusammenhang. Das heißt, es ist wahrscheinlich wirklich so ein bisschen eine Überlegung, wo geht es einfach hin, die Reise? Und wo stehen wir jetzt? Und wollen wir das überhaupt, dass jedes Bild am Rechner ausschaut, wie wenn es aus einem Magazin rausfällt? Wobei das nur mal ein kranker Gedanke ist, weil warum schauen die Fotos eigentlich so aus oder warum müssen die so ausschauen? Ja, also ich sage jetzt einmal, der Trend geht eh total in Richtung Natürliche. Aber ich meine, für mich ist es ja auch so, wenn ich ein Model für ein Produkt retuschiere,
retuschiere ich ganz anders und habe auch viel weniger Hemmschwellen, ja. Weil man denkt, das Model ist ganz klar dafür gebucht worden, um einen kommerziellen Zweck zu erfüllen. Das heißt, das Model weiß, dass es nicht um sie geht, also um die Person, sondern dass es darum geht, ein Produkt zu verkaufen. Das heißt, da habe ich jetzt auch keine Hemmschwellen, da eventuell ein Muttermal, was jetzt kein Signature-Muttermal ist, zu entfernen, einfach weil es im Bild ablenkt halt irgendwie. Aber natürlich, du hast im Endeffekt wieder einfach die Leute, die die Magazine anschauen und so ein Bild vermittelt kriegen. Total. Aber es ist ganz, ganz unterschiedlich halt für einen Verwendungszweck, wie man dann an das Ganze herangeht, ja. Wenn ich mir jetzt überlege, was immer durchdenke, wenn ich ein Foto retuschiere, ist es eigentlich, was ich damit bezwecken will, ist, dass ich den Fokus lenke. Das heißt, ich frage mich, was ist wirklich wichtig bei dem Bild, was will der Fotograf transportieren, was will die Privatperson transportieren, was will der Kunde verkaufen, und alles, was davon ablenkt, versuche ich zu entfernen, aber immer mit großem Respekt halt vor der Person und so weiter, dass man sagt, wenn ich jetzt eine Dame habe, die 60 Jahre alt ist, dann soll die danach auch wieder ausschauen, die 60 Jahre. Ja. Aber es ist die Frage, wenn ich jetzt da zum Beispiel diese sympathischen Falten, die da bei mir entstehen, ist es wichtig, ob die Dame jetzt 7 Falten hat oder nur 5? Weil 2 von den Falten einfach so ins Auge stechen. Und vom Rest, der wichtig ist, ablenken, dann habe ich da keine großen Bedenken. Aber ja, total. Zum Schluss soll ich, also meines Erachtens, eben nicht ein 40-Jähriger rauskommen, wenn ich ein 60-Jähriger fotografiere. Unbedingt, ja. Nein, wir haben auch schon vorher ein bisschen so drüber gesprochen, durch das, dass ich auch auf der Fotografie-Seite sozusagen bin. Bei mir ist ja ganz oft das Thema so, dass ich halt schon beim Fotografieren in dem Gedanken quasi die Lichtsetzung mache, okay, wie kann ich jetzt bei der Haut oder bei der Person gewisse Dinge vielleicht ein wenig abschwächen oder andere Sachen ein wenig betonen, das auch schon quasi mit der Lichtsetzung. Und dadurch greift man ja eigentlich schon am Anfang auch so in das ein, was halt bei der Person vielleicht jetzt nicht ganz so toll ist, aber es ist irgendwie ein bisschen ehrlich, aber gleichzeitig ist es ja eigentlich auch eine Retusche, wenn man so will, schon am Anfang. Wie siehst du das? Ja, voll. Also ich finde, Retusche fängt oder Fokus lenken fängt eigentlich schon am Set an, also mit der Visagistin natürlich. Wenn ich sage, ich schminke jetzt da meine Augen schön, dass sie zur Geltung kommen, ist das ja ein Ort von Fokus lenken. Wenn es darum geht, eben wie du arbeitest, also ich bin ja kein Fotograf, das heißt, ich habe selten die Möglichkeit, am Set was zu verändern, außer ich wäre eingeladen, was sehr selten passiert. Da könnte ich natürlich schon retuschieren am Set. Das heißt, wenn ich sehe, dass da irgendwelche Haare blöd wegstehen, dann könnte ich jetzt, was normalerweise die Visa macht, am Set halt hergehen und schauen, dass ich die ein bisschen glatt lege oder so, weil dann spare ich mir schon wieder einmal 20 Minuten in der Postpro. Genau, und für das Bild. Wenn es wichtig ist und natürlich auch, alles schon vorher in der Kamera stimmt, ist er dann auf alle Fotos drauf und muss jetzt nicht bei 20 oder 30 Fotos dann jedes Mal wieder repariert werden, weil spätestens, wenn man irgendwann, keine Ahnung, bei mir war das einmal so ein Thema, bei mir war irgendwo, also jetzt nicht bei mir, aber was ich fotografiert habe, ein BH-Träger umgelegt, also nicht bei mir, ich habe es gesagt. Ja, und dann hat man das halt einfach beim Fotografieren übersehen und dann habe ich es halt auf alle anderen Fotos drauf gehabt. Ja. Und dann denkst du so, ach, Martin, schau ein wenig besser. Aber sowas merkst du halt einfach. Voll. Und das ist auch etwas, wo ich mir denke, immer, also wenn man zum Beispiel mit einer Visa arbeitet, also wenn ich jetzt eine Bildserie von einer Person kriege, wo nur ganz leichte Unterschiede sind im Ausdruck, und ich habe jedes Mal da, also wenn die Person das natürlich so haben will, diese Augenbrauen, Haare, die unten wegstehen und die sollen weg. Und ich mache das bei 20 Bildern. Du wärst ein bisschen zum hier. Also das sind so Sachen, wo man sagt, man kann einfach am Set schon so viel machen. Aber ich kriege das Bild meistens einfach fix fertig, kann da eigentlich nicht drauf einwirken. Aber was man schon auch dazu sagen muss, wenn man am Set, also ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass da
Bilder entstehen müssen, die jetzt Pipi-Fan sind für irgendein Produkt. Mhm. Und da dürfen keine Haare wegstehen, weil es einfach ablenkt. Da darf das und das nicht sein. Da dürfen da keine Augenbrauenhärchen sein, weil es vielleicht um ein Make-up-Produkt geht oder so. Dann ist es einfach so, dass ich jetzt, jetzt habe ich den Faden verloren. So. Genau, haben Sie jetzt keine Haare dürfen wegstehen. Nein, du retuschierst ja am Set und ich retuschiere noch in der. Ja, jetzt war, glaube ich, kurz weg. Vielleicht kommt es jetzt gleich wieder im Gesprächsverlauf. Ja, wurscht. Faden verloren. Ich habe gerade eine schlechte Verbindung gehabt, also alles in Ordnung. Wie gesagt, vom Grundprinzip ist so die Idee, du hast eben gesagt, so ein Bild, bei dem einfach alles passen muss. Da ist natürlich so, man sollte im besten Fall quasi von vorn bis hinten den ganzen Workflow mitbestimmen können und dadurch funktioniert es wahrscheinlich dann, oder? Jetzt habe ich, nein. Das Ding, auf das ich aus wollte, Retusche im Nachhinein mit dem Fotografen und auch dem Modell eine gewisse Art von Freiheit. Das heißt, wenn ich als Fotograf ein perfektes Endbild haben will, müsste ich dem Model die ganze Zeit sagen, tu nicht das, da muss noch ein bisschen gerichtet werden, da muss noch ein bisschen gerichtet werden. Das macht eine gewisse Atmosphäre am Set. Das heißt, wenn ich als Fotograf eine Leichtigkeit am Set haben will, vor allem mit Privatpersonen, die vielleicht nicht so oft vor der Kamera stehen, ist Retuschen vielleicht sogar oft die bessere Wahl, weil ich durch dieses die ganze Zeit korrigieren eben nicht diese vielleicht schöne Stimmung, die am Set herrscht, dadurch zerstören muss. Das wollte ich sagen. Ja. Ach, mir ist wieder eingefallen. Sehr, sehr guter Punkt, genau. Eindeutig. Genau. Wenn wir so die ganze Zeit über Retusche reden, wie ist dir am liebsten, weil du hast ja gerade gesagt, du bist ja nicht meistens am Set dabei und fotografierst dann nicht, wie ist dir am liebsten, dass du deine Daten kriegst? Meinst du jetzt in welchem Format? Oder? Ja genau, willst du jetzt von Fotograf schon fertig entwickelte TIFFs haben oder willst du die RAW-Files, willst du die RAW-Files mit Entwicklungseinstellungen, was ist so dein präferierter Startpunkt, sagen wir mal so? Also am liebsten habe ich die RAW-Files. Und wenn es ein Konzept gibt, also visuelles Konzept oder Stimmung oder bestimmte Retuschevorstellungen, dann ist mir am liebsten, dass einfach kommuniziert wird, was zum Beispiel die Person an sich selber eventuell stört oder dass sie einfach, also mir ist wichtig, wofür wird retuschiert? Ist das jetzt ein Produkt? Geht es um Kleidung? Geht es um die Privatperson? Wenn es um die Privatperson geht, was will diese Person haben? Wofür verwendet sie die Bilder? Und ab und zu kriege ich einfach auch schon zu den RAW-Files eine gewisse Entwicklung dazu, wenn es in eine Richtung, in einen Stil gehen soll oder in eine gewisse Schwarz-Weiß-Konvertierung oder wenn man einfach sagt, okay, das ist so eine Pinterest-Sammlung, wo man sieht, ein gewisser Look ist gefragt oder so. Aber je freier und je weniger schon Vorarbeit geleistet wurde, desto leichter tut man sich teilweise sogar, weil man einfach die volle Freiheit hat. Wenn mir jetzt schon jemand die RAW-Konvertierung gemacht hat und die Korrektivs, ja, dann bin ich einfach schon ein bisschen eingeschränkt. Ist ja total okay, aber ja, muss nicht sein. Ich glaube, da tue ich immer dann teilweise sogar leichter, wenn ich einfach die freie Möglichkeit habe. Ja, wir haben schon so ein bisschen im Technikbereich sind 8-Bit oder 16-Bit, falls du jetzt quasi TIFFs kriegst oder wurscht oder abhängig vom Projekt. Nein, also ich arbeite eigentlich immer in der höchsten Qualitätsstufen, wenn es geht, wenn ich jetzt nicht irgendwelche anderen Einschränkungen habe. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem wieder ein Gruppenbild gemacht aus 15 Einzelpersonen zum Zusammenstückeln. Und ja, natürlich frage ich mich dann einfach, in welcher Auflösung wird das zum Schluss gebraucht, weil wenn jetzt natürlich die 15 Personen in voller Auflösung zusammenmontiere, dann kriege ich natürlich ein riesiges Bild, aber muss ich halt auch überlegen, ob mein Rechner das jetzt dann so gut schafft oder ob ich dadurch eingeschränkt bin, beziehungsweise habe ich es halt einfach so gemacht, dass ich in kleiner Auflösung mit Smart Objects arbeite und dann erst zum Schluss halt quasi in die Auflösung gehe, die dann wirklich gebraucht wird.
Genau, also wenn es meine Hardware zulässt, dann arbeite ich eigentlich immer in der maximal möglichen, ja. Ja, wie machst du das? Das würde mich interessieren. Du bist eher der Mensch von uns zwei. Genau. Ich sage, vom Grundprinzip kommt es bei mir immer darauf an, was ich zu tun habe oder was ich machen will, wenn ich jetzt quasi rausgehe. Wie schon erwähnt, ich schaue, dass ich beim Fotografieren ganz viel von Anfang an mache, was einfach quasi schon von Anfang an Bearbeitung, ich sage mal, so gering wie möglich halt, weil mein Planer immer ist, dass ich aus Lightroom jetzt nicht rausgehe. Das heißt, so viel, wie es irgendwie möglich ist, bei meinen Fotos mag ich jetzt in Lightroom machen, weil es ja vom Workflow einfach viel, viel angenehmer ist. Weil Lightroom, ich kann einfach alles synchronisieren im besten Fall. Wenn ich jetzt natürlich dann rausgehe zum Retuschieren oder wenn jetzt, wie wir es dann nachher vielleicht anschauen, für, in dem Fall war es für, was war denn das eigentlich, irgendein Beauty-Magazin, habe ich was gemacht. Dann ist es natürlich so, dass man anschaut, was ist die Ausgangslage, wo soll jetzt hingehen, was ist damit zu machen, was ist der richtige Absprungszeitpunkt, also Absprung von Lightroom Richtung Photoshop. Und wenn ich jetzt maximale Flexibilität haben will und weiß, es ist mehr zu tun, dann 16-Bit. Wenn ich aber weiß, das soll jetzt nur ein bisschen drüber retuschiert werden und ich weiß ja, was danach mit den Fotos gemacht wird, das heißt, die kommen irgendwo A4 raus, es ist nie die ganze Auflösung, wird wirklich braucht, dann ist meistens 8-Bit auch okay, wobei man dann natürlich ja immer aufpassen muss, dass man jetzt halt kein Bending kriegt, wenn man jetzt irgendwelche stärkeren Kontrastanpassungen macht, ist halt einfach immer ein bisschen zum Abwägen, wo, wann, wie man rausspringt. Genau, ich meine, bei mir ist es auch so der Fall, wenn ich mit Fotografen zusammenarbeite, wo ich ganz oft mit ihnen zusammenarbeite und ich weiß ganz genau, welche Qualität die haben wollen und dass die auch zufrieden sein mit dem, was ich mache, dann arbeite ich schon in meine einzelnen Bearbeitungsschritte nicht destruktiv, aber ich gehe nicht her und kalte mir die ganzen Layer auf. Sobald ich einen Arbeitsschritt habe und mit der Qualität zufrieden bin, merge ich das alles zusammen. Ja. Dann arbeite ich wieder in Layers und wenn ich sehe, ja, das passt gut, merge ich es wieder zusammen. Mhm. Und weil man diesen ganzen Datenmüll auch sparen will. Ja, total. Weil es wirklich selten vorkommt, dass ich da noch Änderungswünsche kriege, weil man einfach schon so ein eingespültes Team ist. Mhm. Wenn ich mit jemandem Neuen arbeite, dann lasse ich meistens eben die Sachen drinnen, weil ich mir nicht sicher bin, wie viele Änderungswünsche da kommen. Also da schaue ich auch immer, wie geht das Ganze an und was macht Sinn, weil das, weiß ich nicht, also vor allem Datenmüll, das ja, mag ich gar nicht. Total. Ich meine, das ist lieber, ich arbeite mit 16 ja. und habe dafür dann immer nur einen Layer zum Schluss. Genau, voll. Genau. Da ist vielleicht auch noch ein kleiner Punkt, weil der bringt dann so ein bisschen weg von der Retusche, aber wie ist so das Zusammenspiel von, also wenn man jetzt mit einem Fotografen arbeitet, hat man meistens so als Fotograf, ich merke so in meinem Umfeld immer, ich kann doch jetzt nicht meine Retusche aus der Hand geben, weil dann verliere ich ja meine Handschrift und dann erkennt man meine Fotos nicht mehr. So, mach das, was kannst, bös gesagt. Ja, und dann ist halt die Sache, wie ist so die Kommunikation, dass gerade der Fotograf den Look kriegt, den er haben will, wenn er jetzt mit dir zum Beispiel ein Eich anfängt oder ja. Ja, also ich finde, das, also es gibt natürlich zwei Arten. Es gibt Retoucheure, die haben einfach einen gewissen Stil und die bucht man auch dafür, dass sie den Stil auf die Fotos drauf tun. Also wenn jetzt zum Beispiel an einen Rachor denkt, der ganz einen starken Bearbeitungsstil hat, da gebe ich die Fotos hin und dann weiß ich, dass ich da einen Rachor-Stil kriege. Und fertig. Wenn man mich beauftragt, dann ist es meine Expertise, das, dass ich mich in den Fotografen einfühle. Ich schaue mir natürlich an, wie schauen die Bilder aus, die der Fotograf bis jetzt gemacht hat, wie wurde retuschiert. Man merkt ja einfach gleich, wie so die Ästhetik ist. Und dann macht es einfach genau das aus, dass man sich in das eine denken kann. Ich finde es ja teilweise sehr interessant, wenn ich an mehreren Projekten gleichzeitig arbeite, dann ist es wirklich, also für unterschiedliche Fotografen, dann ist es wirklich teilweise eine Herausforderung, dass man den Retuschestil von dem Fotografen nicht auf einmal auf die und ja. Ich merke schon, dass das ab und zu wirklich sich ein bisschen verschwimmt, weil gerade wenn du viel in die eine Richtung gearbeitet hast und dann switcht zwischendurch kurz in das, also das vermischt sich dann ab und zu, da muss man immer so ein bisschen zum Schluss schauen, hey, habe ich da jetzt eh nicht irgendwie die Stile vermischt. Aber ich finde, das macht eigentlich, außer man ist eben dieser High-End-Staff-Retoucheur,
der sagt, ich mache nur die Retusche. Aber das ist zum Beispiel eine Qualität, die ich sage, die bei mir vorhanden ist oder wo ich immer, glaube ich, leichter, dass ich mich in Ästhetiken einfinde und dass man eben genau das abliefert, was der Fotograf haben will und dass man ihm nicht was aufzwingt halt irgendwie. Sehr cool. Ja. Mhm. Macht Sinn. Okay, dann kommen wir quasi wieder zurück zu Richtung natürliche Retusche in Photoshop mit Nadja Capella. Ja. Ich habe gerade abgelesen. Was ist so, wenn es jetzt um natürliche Retusche geht, ich meine, du hast es eh schon gesagt, so schauen, dass man die Dinge reduziert, die nicht unbedingt sein müssen, aber so vom Grundprinzip alles nur da lassen. Kannst du uns irgendwie so hands-on ein bisschen mitnehmen oder irgendwie an einem Beispiel was erklären? Genau, also ich habe da mal ein Monitor vorbereitet und werde kurz nochmal freigeben. Schups. Seht ihr dann meinen Monitor? Ja, Monitor ist da und wir machen ihn jetzt gleich mal größer. Schup. Passt. Und da unten die Ebenen sind, wahrscheinlich wollen wir die Ebenen auch sehen, das heißt, die blenden uns einmal aus. Das heißt, wir sind nur da, aber man sieht jetzt auch die Ebene. Falls man es braucht. Braucht man es jetzt? Also sind die verschiedenen Beispiele. Ich habe nur die unterschiedlichen Bearbeitungsschritte da in die Layers drin. Also das ist jetzt das unbearbeitete RAW-Bild. Also ich habe da jetzt auch im Lightroom nichts vorher eingestellt. Also das würde ich normalerweise machen, aber nachdem es jetzt eigentlich hauptsächlich um die Retusche gegangen ist, wollte ich das einfach eins zu eins das RAW-Bild reinnehmen und herzeigen. Mhm. Genau, also meine erste Herangehensweise ist einmal, dass ich einfach Unnötiges entferne. Und zwar ist da meine, die Frage, die ich mir stelle, ist, was hätte man am Set entfernen können und was wäre in 2 Wochen nicht mehr da gewesen. Ja. Das heißt, Da unterscheiden wir uns ja zum Beispiel, du bist ja eigentlich ein Hardcore natürlicher Retusche. Genau, ich blende nochmal kurz ein. Ja, richtig. bei mir ist wirklich so, außer das Beispiel, was ich heute dabei habe, das ist eher so die Ausnahme, dass ich dann wirklich tief in Photoshop reingehe und verschiedenste Sachen einfach drauf knall. Aber im Normalfall ist so, wirklich, ich gehe, wenn es geht, nicht in Photoshop rein und bleib knallhart, so wie du gesagt hast, in Lightroom, eindeutig. Mhm, genau, aber du tust da zum Beispiel keine Hautunreinheiten, also Pickel auch nicht entfernen. Ich sage mal, wenn der Pickel so groß ist, also ablenkt, dann kommt er natürlich schon weg, aber das, ja, okay. Aber wie gesagt, da schaue ich eben auch wirklich, dass ich mit Visagistin zusammenarbeite und das halt möglichst von Anfang an wegnimm, wenn es irgendwie möglich ist. Ansonsten, ich sage mal, bleibt drinnen oder ist halt so, dass ich einfach die Fotoauswahl, also rein durch die Selektion und das Editing, einfach schaue, dass ich die Fotos, wo es halt dann irgendwas extrem schlimm, übertrieben, wie gesagt, Achtung, es ist alles völlig in Ordnung, Pickel sind in Ordnung, schaut das Mikro an. Also, und dass ich halt dann einfach die Foto, wo man jetzt irgendwelche, wenn wir jetzt beim Pickel sind, sieht, dass man die einfach halt dann nicht dazu gibt in die finale Auswahl. Ja, dann ist es halt Retusche durchs Editing, also durchs Aussortieren, sage ich mal. Okay, verstehe. Mhm. Okay, und bei mir ist es eben so, dass ich sage, alles, was in 2 Wochen weg wäre oder vielleicht am nächsten Tag schon, das tue ich weg, da habe ich keine Gewissensbisse. Und genau, wenn man jetzt das erste ein- und ausblendet, dann sieht man einfach, ich habe da diese ganzen kleinen Make-up-Rückstände und Fussel. Mhm. Habe ich weggegeben, dann haben wir von diesem, also da ist so eine Art Strumpfhosen, glaube ich, übers Gesicht gespannt gewesen. Da sind leichte Fussel da gewesen, das habe ich alles weggegeben. Ein paar Härchen, die einfach ein bisschen aus der Silhouette von den Augenbrauen rausgehen, weggegeben. Mhm. Also das ist einfach mal so der erste Schritt. Wie gehst du technisch an die Sache an? Also jetzt rein von den Tools, was verwendest? Ich fange meistens eben mit einem Spot Healing Brush an, weil das ist das, wo am wenigsten, also ich schaue immer, dass ich mich von dem Tool, wo man am wenigsten Aufwand hat, eben versuche es umzusetzen. Wenn ich mit dem nicht weiterkomme, dann gehe ich zum nächsten Tool. Das heißt, mit dem gehe ich mir das Ganze durch. Wichtig ist da vor allem, dass ich harte Kanten habe, damit ich da keine so Blurs, Edges reinkriege. Genau, das heißt, da gehe ich wirklich durch, klick, 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 klick mir das Ganze weg. Und dann
wenn ich da nicht weiterkomme. Den Healing Brush Tool verwende ich eher recht selten, weil okay. dann kann ich eigentlich auch schon fast, kann ich schon fast stempeln anfangen, aber ab und zu verwende ich es. Tool der Wahl ist das Patch-Tool. Wirklich? Unglaublich. Ich muss mich da mal kurz einblenden. Früher war das mein Tool der Wahl. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit dem am meisten Kontrolle gehabt habe. Aber blende dir mal kurz ein. Genau, also ich bin jetzt kurz da, also so, wir sehen uns beide. Ich mache mit dem ganz groß. Ich muss jetzt drüber reden. Ich bin wieder da. Jetzt sehen wir also kein Photoshop, weil du hast jetzt einen anderen Monitor. Wir sehen uns bei der Kamera. Also von dem Spot Healing Brush, also Bereichsreparaturpinsel, bin ich voll dabei. Voll. Also schnell verwenden für Dinge, die man einfach wegbauen kann. Zur Not einfach einmal ausprobieren und wenn es nichts war, ist es nur mal rückgängig oder wegradieren. Voll geil. Beim Patch Tool, wie heißt das auf Deutsch? Ich habe das bei mir sogar ausgeschaltet, weil ich es nicht verwende. Das Ausbessern-Werkzeug verwende ich gar nicht. Wirklich, ich bin so total der Reparaturpinsel-Typ und wenn der Reparaturpinsel dann quasi nicht mehr funktioniert, dann nehme ich einen Stempel. Der Reparaturpinsel ist jetzt da, wo es der Referenz setzt? Genau, wo ich mit einem Alt-Klick quasi die Referenz nehme. Mhm. Interessant. Und wieso magst du das Patch-Tool nicht? Weil man immer auf dem Original-Layer arbeiten muss, oder? Ich bin nein, gar nicht. Du kannst es ja mittlerweile auf verschiedenen Ebenen anwenden, das geht ja. Ich bin von der Handhabung. Also ich mag es nicht, dass ich quasi was einkringel, nehme und schirme. Mhm. Ich mag es eher, dass ich halt mit Alt das nehme und dann drüber retuschiere und halt mit dem Grafiktablett natürlich den Druck entsprechend anpasse. Und dadurch habe ich irgendwie das Gefühl, es war jetzt mehr, hätte ich persönlich mehr Kontrolle. Aber ich bin ja immer dazu da, dass ich gern was lerne und so. Das heißt, show me more. Und der Luis hat zum Beispiel gerade geschrieben, ich finde das Tool manchmal auch geschickter. Jetzt ist die Frage, Luis, welches Tool findest du manchmal geschickter? Das Ausbessern, also das Patch-Tool oder das Bereichsreparatur-Pinselwerkzeug? Kannst du dann irgendwann beantworten. Weil das war jetzt aus dem Kontext ein bisschen gerissen. Also bei mir ist es wirklich so, das Ausbessern-Werkzeug, mit dem bin ich einfach nie warm geworden. Ich meine, früher war es das Problem, dass ich quasi, dass man mit dem Patch-Tool, also Ausbessern-Tool, ja nur auf der Originalebene arbeiten hat können. Das ist ja mittlerweile nicht mehr so. Und das war für mich immer so der absolute Wahnsinn. Nein, das geht doch nicht. Man braucht immer eine neue Ebene. Ja, ja. Und mittlerweile, wie gesagt, bei mir ist einfach das Kringeln, da muss man schon relativ genau sein, dann absetzen, nehmen und I don't know. Wie gesagt, von der Technik, die dahinter steckt, und dann bin ich schon wieder leise, rant off, von der Technik, die dahinter steckt, ist ja eins zu eins eigentlich das Gleiche. So, okay, warte, jetzt sind ein paar Fragen reinkommen. Und zwar vom Alex. Verwendest du das Patch-Tool in der Frequenztrennung? Mhm. Beziehungsweise die Nachfrage, verwendest du überhaupt die Frequenztrennung? Ja, ich verwende Frequenztrennung. Ich zeige es euch eben dann später genau an dem Beispiel her. Also ich würde euch sagen, wie ich zum Beispiel einen Augenschatten reduziere oder eben Augenringe reduziere mit der Frequenztrennung. Und ich verwende das Patch-Tool auch in der Frequenztrennung. Ich habe gerade heute da eine Schulung gehabt diesbezüglich. Mhm. Und zwar verwende ich es dann, wenn jetzt zum Beispiel, in dem Fall war es ein Herr, der sehr unebene Haut gehabt hat, dann gehe nicht her. Also du hast ja den Low Layer und den High Layer und im Low Layer gehe ich normalerweise her und mache mir dazwischen einen Layer und pinsel leicht rein. Einfach um diese Unebenheiten leicht zu kaschieren. Mhm. Manchmal, wenn Personen so glatte Haut haben, gehe ich sogar her und verwende das mit Weichzeichnung, weil es einfach keinen Unterschied macht. Wenn aber jemand schon sehr unebene Haut hat und die will ja das Hautbild nicht zerstören, weil es dann einfach nicht mehr die Person war, dann verwende ich das Patch-Tool, weil dann ziehe ich es in Bereiche, wo eben genau diese leichten Unebenheiten auch drinnen sind, um wieder ein natürliches Ergebnis zu kriegen. Ja, das mache ich vom Grundprinzip genauso. Allerdings halt so, dass ich mit dem Reparaturpinsel, ich muss ja schon nachschauen, ob ich den gleichen immer nehme, also vom Namen genau, Reparaturpinsel, nicht Bereichsreparatur, dann hole ich mir halt mit dem Alt-Klick von da drüben die Struktur, die ich halt dann da her stempeln will. Genau, also ich glaube ja, dass es guckt getatscht. Nur genau. Du hast Klick, Klick und ich habe Kringel, Klick, Klick. Das heißt, genau, du hast Kringel, Klick, Ziehen. Kringel, Klick, Ziehen, ja genau. Ich finde es
für mich, also ich glaube, weil ich ein visueller Typ bin, brauche ich das mehr, dass ich genau sehe, welcher Bereich das ist. Ich meine, das sehe ich beim Online auch natürlich, weil ich mir ja umdenke. Aber ich habe es einfach gern wegen vom User-Interface, also einfach von meinem Feedback halt. Ja. Aber mir ist irgendwann bewusst worden, hey Nadja, du verplemperst da immens viel Zeit. Na wirklich, also ich habe es voll gern mögen und ich finde, man kann auch coole Sachen machen. Also es gibt gewisse Fälle, wo ich es trotzdem gern verwende, weil man einfach schnell coole Übergänge gestalten kann. Und aber ich habe gemerkt, also gerade für solche Sachen, wo ich wirklich nur Sachen entferne, dann nehme ich das Erste, weil da unbedingt in den meisten und einfach dadurch, wie ich den Strich setze, ob ich den jetzt so umzieh, so umzieh, so umzieh, kriege ich ja automatisch schon die Referenz anders gesetzt. Genau. Und wenn man das weiß, dass wenn man den Strich anders setzt, dass ich dann die Referenz auch steuern kann, da spare ich mir dieses Klick. Alt-Klick-Ding, ja. Genau. Ja, voll. Deswegen ist, also früher war das Patch-Tool mein Tool der Wahl, jetzt dann ist es der, wie heißt der auf Deutsch? Bereichsreparatur-Pinsel-Werkzeug. Der ohne den Alt-Klick. Genau. Oder das Spot Healing Brush Tool in der englischen Version. Also diese Namen kann ich mir immer merken, obwohl ich es täglich verwende, aber ja. Genau, da ist auch jetzt quasi die Antwort gerade von Luis gekommen. Ich muss vorlesen, ist zu lang. Ausbessern ist manchmal schon besser. Ich verwende diesen Stempel nie. Das funktioniert nie so, wie ich will. Vielleicht kommen wir nur dazu, dass wir es erklären, dass wir dann wissen, wie er funktioniert. Okay, aber jetzt quasi wieder zurück zum Bild. Das heißt, ihr macht es wieder groß. Groß habe ich gesagt. Jetzt ist ganz groß. Das heißt, in der Phase arbeitest du nur nicht irgendwie mit Frequenztrennung oder sonst irgendwas, sondern wirklich rein auf den Pixel, oder? Genau. Also da arbeite ich wirklich rein auf den Pixel. Und wenn ich, ich nehme jetzt einfach nochmal das Originalbild her, wenn ich jetzt dann da eben mit dem Spot Healing Brush Tool arbeite, also was wichtig ist, ist erstens, dass da oben Content Aware eingestellt ist, genau, mit eben Create Texture oder Inhaltsbasiert für die, die Deutsch verwenden. Inhaltsbasiert. Und was wichtig ist, ist, dass man einen Pinsel verwendet, der hart ist. Genau. Weil wenn man das nicht macht, dann kriegt man einfach so schirche, weich gezeichnete Edges rein. Mhm. Und das schaut dann nicht gut aus. Ich zoome jetzt einfach mal kurz ein bisschen ran. Genau, erstellst du da eine neue Ebene vorher oder arbeitest du quasi wirklich dann auf der Ebene? Oder machst du Command J und arbeitest auf dem Duplikat oder wie gehst du vor? Das eben ist wieder abhängig davon, dass ich mir überlege, für welchen Fotograf arbeite ich. Aber eben gehen wir mal davon aus, dass ich mit einem fremden Fotografen arbeite, dann arbeite ich in separaten Layern. Also neue Ebene, dann ist ja ganz, ganz wichtig, dass man oben Sample All Layers eingestellt hat, weil sonst kann man nicht aufnehmen von drunter. Genau, weil wenn ich da jetzt eben eine leere Ebene mache, um wirklich separat auf der zu arbeiten, dann brauche ich da das Sample All Layers, weil sonst tut er nichts und dann gehe wirklich her und klicke. Also ich schaue meistens, dass ich den Pinsel wirklich so groß habe, wie diese kleinen Punkte, dann brauche ich wirklich nur einmal klicken. Dann brauche ich auch nicht einmal ziehen oder so, sondern dann klicke ich wirklich nur. Und dadurch, dass ich harte Kanten eingestellt habe, kriege ich da super, super Ergebnisse. Ja. Genau. Und das ist mir eben wichtig, dass ich wirklich überlege, muss ich da einen Strich setzen? Weil ein Strich ist auch schon wieder Zeitverschwendung. Also das habe ich am Anfang nicht so gehabt, dass ich so extrem auf die Effizienz geschaut habe, aber irgendwie. Nein, aber es ist wichtig, Merkt man einfach, dass trotzdem ein das Konto ankommt. Eine kurze Frage, so von mir: Klicken hast du jetzt mit dem Grafiktablett aufs Grafiktablett oder wirklich klicken mit der Maus? Nein, Grafiktablett, ja. Aber ja, man im Endeffekt kennt das da klicken mit der Maus. Das könnte man jetzt auf jeden Fall nur mit der Maus machen, ja. Genau. Und da habe ich es jetzt dann einfach in einem separaten Layer drinnen und dann hätte ich das weggetan. Ich hätte übrigens eine ganz coole Tool-Idee. Warte, erzähl ruhig weiter, ich muss das erst einmal schnell suchen. Okay. und in dem Fall, wenn ich da zwischen die Wimpern drinnen bin, da habe ich dann das Problem, teilweise, wenn ich da arbeite, dass ich dann einfach die Wimpern dadurch zerstöre. Ja. In dem Fall gehe ich dann wirklich einfach standardmäßig auf den Stempel und mache das händisch. Da kann ich mir aber teilweise dann auch einfach einstellen. Also ab und zu tue ich da oben das Aligned weg,
Weil beim Aligned habe ich es ja so, wenn ich mir da die Referenz nehme und dann darüber klicke, dann geht es immer mit. Da und beim nächsten Mal geht es da mit. Und wenn ich jetzt Aligned rausgib, dann nehme ich mir einmal eine Referenz, wo eine schöne Hautpartie ist und dann kann ich einfach immer mit der malen. Genau. Wenn ich im Fuzzi-Fuzzi-Bereich bin, merkt man das nicht, ob ich da immer das gleiche Sample hernehme. Ja. Genau, also das ist einmal so als Tipp, dass man das ab und zu mal braucht. Cool. Ich lösche das aber jetzt wieder, weil das wollte ich euch nur demonstrieren, wie ich die Tools verwende. Und mein nächster Schritt ist dann in dem Fall gewesen, dass ich das Make-up ein bisschen korrigiert habe. Also ihr seht es eh, da ist nicht wahnsinnig viel Make-up raufgelegt worden. Einfach aus dem Grund, weil eben so, wenn man so im Close-Up-Bereich sein und dann siehst einfach, dann ist teilweise, wenn ich weiß, dass ich sowieso noch retuschiere, das Make-up eigentlich eher kontraproduktiv und störend. Mhm. Weil wenn ich jetzt einmal überlege, dass da in dem Bereich Concealer drauf getan worden ist, das ist ja sehr stark deckend, dann habe ich da einfach eine schiere Textur. Du hast nicht mehr die schöne Textur von dieser unbearbeiteten Haut. Und da kann ich dann eigentlich fast in der Retusche ein schöneres Ergebnis zu kriegen, als wenn ich da jetzt einen Concealer drauf tue, weil dann sehe ich einfach, also das müsst ihr euch vorstellen, wenn du da so ein Produkt drauf tust und du kneifst einmal das Auge zusammen, dann habe ich da richtige Falten, obwohl die Dame keine Falten hat. So halt irgendwie. Und ich meine, für mich sind das ein paar Wischer und dann ist das halt weg, dieser Augenring. Genau, also das nächste war jetzt, da habe ich mit Touch and Burn gearbeitet. Warte, ich habe noch ganz kurz einen Tooltip, den ich versprochen habe, den hole ich da schon rein. Das heißt, ich blende einmal ganz schnell mein Mai-Fenster mit dazu ein. Jetzt haben wir schon langsam auf ganz viele Fenster. Ich mache mein Fenster einfach mal ganz kurz zu. Und zwar, was ich da wirklich empfehlen könnte, tauchen wir da ab, ist von Wacom der Airbrush. Und der Airbrush ist total cool als Stylus-Stift, weil du hast da oben ein kleines Rädchen. Und das Coole an dem Rädchen ist, damit kannst du die Größe von deinem Zeichenstift steuern. Also von deinem Bereichsreparatur oder Spot Healing Brush zum Beispiel. Und ich zeige das einfach mal ganz kurz her, wie das geht. Das heißt, wenn ich da jetzt in Photoshop herinnen bin und immer auf einer neuen Ebene, dann habe ich da drüben jetzt das Spot Healing Brush Werkzeug. Und wenn ich jetzt einen Rechtsklick irgendwo reinmache, gibt es da unten die Möglichkeit, dass ich die Größe über Stylus Rad steuere. Und wenn ich jetzt quasi das Stylus-Rad, gehen wir darüber, dann sieht man es besser, nach vorn drehe, dann wird das Ganze kleiner, nach hinten wird es größer und ich kann sozusagen im Vorbeige, jetzt übertreibe ich gerade, dass man es sieht, im Vorbeige einfach quasi die Bereiche in der Größe so anpassen, wie ich es haben will. Nur so als kleine Werbeeinschaltung von mir. Okay, sorry. Also, Problem? Ziemlich cool. Habe ich auch noch nicht gekannt, so, weil, wie gesagt, wir haben ja schon gesagt, Low Budget Nadia. Low Budget Nadia, ja. Nein, ich habe, also ich verwende halt für die, die gerade zuschauen und das vielleicht noch nicht kennen, ich verwende halt einfach den Shortcut mit rechter Maustasten. Wenn genau. Man nach rechts und links zieht, dann kann man die Größe verändern und wenn man rauf und runter zieht, das sieht man jetzt bei mir leider visuell nicht, aber ihr seht so den Wert, die Härte, genau. Ja, die Härte des Pinsels. Genau. Ist am Mac übrigens Control Option. Für alle, die am Mac dabei sind, ist einer der wenigen Shortcuts, die in Photoshop am Mac und auf Windows anders sind. Mhm. Also alt-rechte Maustaste auf Windows, rechts, links, Größe, rauf, runter, Härte. Control Option am Mac, linke Maustaste allerdings und dann auch links, rechts, Größe, rauf, runter, Härte. Ganz wichtig. Mhm. Genau. Also und da spart man sich auch so viel Zeit. Also wenn ich jetzt an meine Photoshop-Anfänge denke, wo ich dann wirklich jedes Mal da auf. Oh Gott, nein! Ich rede jetzt dann von vorwärts. Ja, ich war früher genauso drum. Und genau, also das sind einfach so Sachen, gerade wenn man wirklich tagtäglich mit Photoshop arbeitet und immer die gleichen, also in der Retusche wiederholt sich ja alles so viel. Da spart man sich immens Zeit und alles, was man automatisiert, also, ist absolut wichtig. Ja. Ganz, ganz wichtig. Genau, der nächste Schritt, Make-up korrigieren. Also ich blende das jetzt ein paar Mal ein und aus, damit ihr es seht. Und da habe ich in dem Fall, also ich habe ein Sammelsurium an Techniken und Tools und
das ist auch oft ein bisschen ein Bauchgefühl, wann ich was verwende. Also in dem Fall habe ich jetzt einfach das hätte ich mit einer Frequenztrennung genauso machen können. Aber ich habe das einfach mit einem für mich ein Dutch and Burn Layer, also ein grauer Layer, der auf Softlight eingestellt ist, und dann arbeite ich eben mit diesem Tool Abwedler und, na, wie heißt der? Abwedler und Nachbelichter, genau. Na, also ich zeige euch das dann später eh noch, aber ich möchte euch einfach nur mal die Schritte durchzeigen. Das heißt, mit Dutch and Burn habe ich jetzt Folgendes gemacht. Ich habe einerseits den Augenschatten abgemildert, und dann habe ich eine Wimpernkranzverdichtung gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Weißt du, was eine Wimpernkranzverdichtung ist? Aha, Wimpernkranzverdichtung, I don't know. Also wahrscheinlich kenne ich es irgendwie anders, oder ich mache es, aber zeig einfach mal kurz. Genau, also ich sage jetzt, ich habe jetzt da diese Linie ein bisschen dunkler gemacht. Mhm. Und Visagistin geht normalerweise her, also ich zeige euch noch einmal das bevor, geht her und nimmt ein schwarzes Puder und tupft es in dem Bereich drauf. Das schaut dann einfach so aus, als hätten wir viel mehr Wimpern, weil da der Ansatz von den Wimpern dichter erscheint. Und das ist in dem Fall eigentlich nicht gemacht worden, deswegen habe ich es jetzt digital einfach noch ein bisschen simuliert. Mhm. Dadurch schaut einfach, dass die Wimpern gleich noch ein bisschen voller aus, obwohl es eigentlich nicht sein. Und dann habe ich da diese Lidfalte einfach nur ein bisschen abgedunkelt, um diese 3D-Wirkung noch leicht zu erhöhen. Cool. Genau, das ist einfach nur so leichte Make-up-Korrektur, wobei ich mich da jetzt nicht zu viel in die Visagistin einmischen will, weil ich denke mir, die wird ja gewisse Sachen so gemacht haben, weil sie es so machen wollte, aber das war jetzt einfach einmal zur Demonstration. Kannst du mal da einen Alt-Klick drauf machen oder einen Option-Klick, damit man quasi nur sehen, wie viel das ist, weil das ist wahrscheinlich ja gar nicht recht viel. Mhm. Genau, da sieht man einfach wirklich Handwerk, also mit Strichen malen, mit Gefühl, damit man es einfach so aufträgt, dass es dann im finalen Ergebnis zusammen hat, wieder einen Alt-Klick drauf, dann sieht man das wieder, wie es vorher war, dass dann einfach gut ausschaut. Genau, also das ist auch so ein Tipp, gerade wenn man mit dem anfängt, dass man einfach sich die Tools wirklich auf einen Minimumwert stellt und mit mehreren Strichen langsam sich herantastet. Mhm. Je mehr Übung man hat, desto mehr Auftrag kann man auf einmal machen und dann geht es auch leichter dahin. Hast du jetzt bei dem Tool, beim Grafiktablett, den Zeichenstiftdruck eingestellt oder ist der einfach fix mit 7%? Dass du quasi sagst, je mehr Druck, Maximaldruck ist 7% oder... Ich habe eigentlich standardmäßig, außer ich tue maskieren oder sonst irgendwas, den Pinsel eingestellt, also für solche Arbeiten halt, für solche feinen Retuschearbeiten habe ich die Opacity of Pressure eingestellt, aber ich gehe trotzdem meistens her und passe den Flow an. Ja. Weil dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich trotzdem bei jedem Klick einen Minimalauftrag und kann es aber trotzdem mit dem Druck auch noch steuern. Mhm. Ich sage, ich weiß jetzt, also ich sehe ja zum Beispiel, wenn da ein Strich ist, dann weiß ich, dass ich da zum Beispiel, da muss ich ein bisschen fester andrucken, da kann ich wieder leichter werden, einfach, dass ich das auch noch dosieren kann. Aber trotzdem, gerade wenn man natürlich arbeiten will, ist immer wichtig, dass man sich eher langsam herantastet, weil man kann so schnell Hautstrukturen einfach vernichten und dann ist gescheiter, man arbeitet sich ein bisschen langsam. Ja, und darum auch immer ganz wichtig, eigene Ebene, damit ich dann einfach das vorher nachher quasi meine letzten Bearbeitungen kontrollieren kann und im Zweifelsfall wieder Druck nehmen kann. Ja. Das ist eigentlich auch immer so ein Standard-Move von mir, dass ich auf die Originalebene gehe und da mit Alt-Klick einfach noch einmal alle Bearbeitungsschritte ausblende und einblende, damit ich wirklich sehe, hey, bin ich übers Ziel hinausgeschossen. Ja, genau. Und das eben auch, wie du sagst, das leicht auftragen, man bewegt sich so ans Ziel heran und durch das, dass immer so leicht und leicht und leicht wird, halt leicht immer mehr, aber irgendwann weiß man halt einfach nicht mehr, okay, wie viel war es eigentlich, und darum das Druck und vorher gehe, also vorher und nachher gehe, ganz, ganz wichtig. Ja. Ich finde es auch total interessant, weil teilweise arbeite ich mit anderen Retoucheuren zusammen und machen dann eine gewisse Vorarbeit für mich und ich gehe dann noch einmal drüber, damit ich einfach weiß, dass genau der Look bei dem Fotograf ankommt, weil ja das einfach ja teilweise eine jahrelange Zusammenarbeit ist und man sich da gemeinsam entwickelt. Das heißt, nicht jeder Retoucheur kann sofort das abliefern halt irgendwie, weil man sich ja erst einspielen muss. Und dann bin ich drauf gekommen, wenn ich schon so ein vorbearbeitetes Bild habe, dass sie teilweise eine ganz andere Qualität abliefern, als wenn ich es von der Pike selber gemacht habe, weil du schon auf ein bearbeitetes Bild drauf arbeitest. Ja. Und dann passiert es eben oft, dass du übers Ziel ein bisschen hinausschießt. Ja, das ist ganz interessant gewesen.
Der nächste Schritt ist jetzt für mich, ich habe das jetzt einfach Unebenheiten entfernen genannt. Und zwar schaue ich mir noch einmal an, wo sind so Hautbereiche oder wenn man jetzt ein Bild hat, was von weiter weg ist, wo sind einfach so Bereiche, die irgendwie ins Auge stechen und das Bild ein bisschen unruhig wirken lassen. Und in dem Fall habe ich da einfach, also in dem Fall habe ich mit der Frequenztrennung gearbeitet. Die zeige ich euch dann gerne noch im Detail. Aber ich bin dann noch einmal hergegangen und habe den Augenschatten noch ein bisschen abgeschwächt, weil ich das Gefühl gehabt habe, es kann eigentlich ruhig noch ein bisschen vertragen. Und vor allem beim Auge habe ich gearbeitet. Ich weiß nicht, bin mir nicht ganz sicher bei der Dame, ob sie eine Kontaktlinsen gehabt hat, weil man hat da und da so einen blauen Schimmer. Ja, einen blauen Schimmer, ja. Und leichte, harte Kanten. Das heißt, das finde ich persönlich einfach störend. Mhm. Und ich weiß, also ich war bei dem Shooting war ich dabei, das war eigentlich ein Workshop, deswegen habe ich das mitgekriegt. Der Fotograf war mit dem Make-up sehr unzufrieden. Das heißt, sie ist sehr oft wieder abgeschminkt worden und wieder neu geschminkt worden. Das heißt, sie hat schon sehr gerötete Augen von dem gehabt. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich sage, das ist jetzt nicht zwingend für die Person wichtig. Also es gibt Personen, die wirklich immer diese geröteten Augen haben. Das ist dann vielleicht wieder was anderes. Aber bei ihr ist es einfach nur deswegen gewesen, weil die so oft auf- und abgeschminkt worden ist. Und deswegen habe ich ihr da jetzt dann einfach auch das ein bisschen reduziert. Also im nächsten Schritt wird es noch mehr reduziert, dass diese roten Äderchen, also sie seien schon teilweise noch da, teilweise habe ich sie auch ein bisschen weggenommen, also sie seien nicht komplett weg, aber sie stechen dann nicht mehr so ins Auge. Was ich auch gemacht habe, ist in dem Bereich, wenn man schaut, also einfach diese leichten Unreinheiten, das habe ich auch ein bisschen überdeckt, beziehungsweise sie hat voll die schönen Sommersprossen, aber die Sommersprosse ist einfach ein bisschen präsent im Gesamten und habe es dann auch ein bisschen abgemildert. Genau. Und der letzte Schritt jetzt in dem Fall, wo ich dann einfach sage, okay, da kommt zum Schluss ein Bild aus, das schaut eigentlich unretuschiert besser. Aber es macht das ganze Bild ein bisschen reiner, ist Farbanpassung. Und zwar ist das eigentlich ein sehr wichtiger Schritt, finde ich, wenn man, ich weiß nicht, ob es ihr jetzt überhaupt sehen könnt über die Live-Übertragung, aber es sind so minimale Unterschiede, so viel aus. Es ist wahrscheinlich ganz, ganz minimal, ja. Schaut mal bitte beim Auge innen, da habe ich die Rötung eben noch entfernt, aber Rötung komplett weggenommen, weil wenn ich hergehe und da die Rötung also komplett wegnehme, dann habe ich ein Fake, das darf man nicht machen. Aber ich habe es eben reduziert. Und wenn ihr noch schaut, da in dem Bereich und auch ein bisschen in dem Bereich, habe ich einfach die Rottöne ein bisschen reduziert, sodass sie zum restlichen Hautton einfach besser passen. Und das sind minimale Anpassungen, die aber sehr oft sehr, sehr viel von der Retusche, Designer-Sachen, die habe ich viel lang gar nicht gesehen. Also ich weiß immer, dass ich gemerkt habe, die sagen, ja, nein, und da sind noch so viele Farbunebenheiten drin und ich habe gedacht, von was redet? Ich habe es einfach nicht gesehen, weil mein Blick nicht geschult war für das, aber es ist trotzdem so, dass man, auch wenn man es vielleicht nicht so sieht, man hat trotzdem gemerkt, dass irgendwie was anders ist. Also ja, und wenn ich es jetzt nochmal komplett ein- und ausblende, also das ist vorher und das ist nachher. Cool. Ich finde, dass das nachher genauso noch sehr natürlich, ist, absolut bearbeitet ausschaut, aber trotzdem schaut alles ein bisschen reiner aus. Genau, da ist so eine Frage, vielleicht kommen wir nachher dazu, sonst blende ich jetzt einfach mal ein vom Alex. Wie gehst du mit Rottönen um? Also wahrscheinlich, wenn jetzt Rötungen sind, würde ich mal sagen. Oder generell, die Frage ist, wie gehst du mit den Rottönen vor? Die Frage ist jetzt, ob Rottöne eigentlich Rötungen sein sollten. Rötungen. Ich zeige das jetzt einfach ganz kurz her. Also meine Standardvorgehensweise ist, ich drücke die Taste F4. Also ich zeige euch das nur ganz kurz. Ich habe meine wichtigsten Aktionen, habe ich mir dort zusammengefasst, eben mit den einzelnen Bereichen, und die Aktionen lege ich auf Funktionstasten oder irgendwelche Shortcuts. Ich kriege gerade die Nachricht von Alex, das sind Rötungen, nicht Rottönen. Also ja, Rötungen. Genau, also ich habe jetzt da zum Beispiel F4 gedrückt, das heißt, F4 macht man automatisch einen neuen Layer,
und stellt den auf Hue, also auf Farbton. Farbton, ja. Und was ich jetzt machen kann auf dem Layer ist, dass ich eben wirklich nur den Farbton anpasse. Also weder die Sättigung noch die Luminanz, wirklich nur den Farbton. Und wenn ich da jetzt, also ich mache jetzt dieses klassische Beispiel, was man fast am ehesten braucht, dass man das Augenweiß anpasst. Ich mache es jetzt einmal ein bisschen extremer, damit man es, glaube ich, am Bildschirm besser sieht. Ich nehme schwarz, also ob es jetzt weiß ist oder schwarz, ist komplett egal. Und ich pinsel da jetzt einfach mal drüber. Also ich mache das jetzt extrem, damit man einfach sieht, was passiert. Das heißt, du siehst jetzt, dass da eigentlich überhaupt keine Sättigungsinformation mehr überbleibt. Ja. Und dadurch, dass es jetzt total fake ausschaut, weil ihr müsst immer überlegen, okay, da im Bereich von der Iris, da kann schon sein, dass da ein sehr annähernd weißer Zustand vorhanden ist. Aber gerade wenn es da Richtung Augenecke rausgeht, da ist immer eine gewisse Rötung vorhanden. Das heißt, in dem Fall gehe ich einfach nochmal her, habe da meinen Eraser, also mit E auf das Radiergummi-Werkzeug. Und hab da jetzt, also ich arbeite meistens immer mit Flow, weil ich einfach da nicht die Maus oder den Stift aufheben muss. Genau, also nur vorzuheben hin und her. Ja. Ja. Ich habe einen geringen Flow und fahre da jetzt leicht so hin und her, bis ich das Gefühl habe, es ist wieder ein natürliches Ergebnis da. Und dann gehe ich meistens her und blende das einfach mal ein und aus und schaue mir das an und in dem Fall du jetzt hast nur ein bisschen mehr Druck. Genau. Ja, da übrigens einen total coolen Trick, den ich total empfehlen kann. Es gibt unter dem Ebenenmenü oder Layer quasi den Menübefehl Ebene ein ausblenden. Und wenn man sich den als Shortcut definiert, oder mit einem Shortcut und den als Grafiktablett legt, dann spart man sich total viel Mausmeter, dass man immer wieder auf die Ebene geht. Super. Cool. Das mache ich dann ab morgen. Ja, der ist richtig cool nämlich. Genau. Es ist so witzig, weil gewisse Sachen habe ich noch immer so drinnen, dass ich da umfahren muss. Ja. Und oft, also ich muss mir das selber immer bei der Nase nehmen, oft kostet es mir so viel Überwindung, das jetzt geschwind einzuschön. Aber ja, im Endeffekt spart das so viel Zeit halt. Genau, gerade sowas, wo man jetzt außen arbeiten, quasi gerissen wird so ein bisschen, wenn man immer darüber fahren muss. Ja. Das ist mit so quasi am Grafiktablett, dann ist glaube ich Command Option Beistrich, habe ich glaube ich den Shortcut sogar. Ja. Am Grafiktablett ist halt dann total praktisch, wenn man den Shortcut hat und zack, zack, ein ausblendet und geht schon dahin. Voll. Und zur Frage vom Alex, für Hautrötungen, also wenn man jetzt den Bereich hernimmt, der leicht gerötet ist durch leichte Hautunreinheiten, ich suche mir einen Bereich, also einen Farbbereich von der Haut, der mir gefällt, wo ich sage, das ist mein Referenzbereich und den finde ich da oben. Also ich finde, da ist einfach ein schöner Hautton, also zu ihr gut passend. Bei dem Bild oder immer? Wie immer. Über dem Auge. Nein, gar nicht. Also das ist ganz unterschiedlich, aber trotzdem, wenn man das Bild anschaut, dann sieht man eh, wo so die Hauttöne sein, die jetzt erstens vorherrschend sein bei der Person. Und genau, und da geht es ja wirklich nur um einen Farbton. Es geht mir jetzt da nicht um die Helligkeit. Das heißt, ich nehme mir jetzt an den, schnapp mir den. Ich schaue meistens eine, weil es mich immer interessiert. Also meistens so diese Hauttöne bewegen sich irgendwo zwischen 20 und 30. Also eher die meisten so bei einem Hue von 30, also bei ihr ist es eh schon sehr, sehr rötlich, aber jeder hat natürlich sein ganz, ganz individuelles Hautbild. Genau, also das ist jetzt. Das habe ich noch nie geschaut, cool. Nicht? Nein. Ja, nein, es ist so, also die meisten haben eben so 30. Und wenn es so ganz daneben liegt, dann weiß man gleich, dass ein arger Farbstich drinnen ist. Ja. Also, und dann. Also auch wieder die Ebene auf Hue lassen. Genau, also Farbton. Das ist immer die gleiche Ebene, also auch mit dem Farbton und Pinsel da in die Bereiche, wo ich das Gefühl habe, dass da Rötungen sind, einfach drüber. Genau, das Coole nämlich am Farbton vom Blendmodus im Unterschied zur Farbe ist, dass schwarz und weiße Bereiche schwarz und weiß bleiben und dadurch färbt man jetzt nur die eingefärbten Bereiche um. Ja, das kann man eh einfach einmal austesten, was passiert. Wenn ich jetzt wirklich das auf Color umstelle, man in dem Fall wird man jetzt nicht viel Unterschied sehen, aber das einfach mal hin und her blenden, dann sieht man wirklich ganz genau, was diese einzelnen Layer tun. Und das ist einfach voll geschickt teilweise.
Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte nur die Saturation beeinflussen, ich sehe einfach einen Bereich, der ist einfach zu hoch saturiert, dass ich dann sage, okay, alles andere passt, ich möchte einfach nur da die Sättigung von da drüben nehmen. Also das finde ich total geschickt. Also das ist echt, ja, finde ich recht cool. Genau, also das sind so die Farbanpassungen, so gehe ich mit Rötungen eigentlich vor. Also ich mache mir da immer diesen Hue-Layer und passe das an. Genau, also ab und zu arbeite ich auch mit einem Hue-Saturation-Layer. Das ist dann eher so, wenn ich das Gefühl habe, dass im Ganzen irgendwas mit der Farbe nicht passt. Das heißt, da gehe ich dann da rein, sage, eigentlich, also ich nehme da diesen, wie ist der professionelle Ausdruck von diesem Hand-Dings, den du umstehst? Das Scrubby-Finger. Scrubby-Finger. Das war früher übrigens die Pipette, das war viel cooler als das Scrubby-Finger. Okay, das Scrubby-Finger, wieder was gelernt. Also ich aktiviere den Scrubby-Finger, gehe dann in den Bereich rein. Ich sage jetzt, das ist wieder der Hautbereich, der mir eigentlich passt, aber es ist mir vielleicht zu rot. Das heißt, ich klicke und ziehe. Genau. Ich klicke und ziehe einmal nach rechts. Da wird dann die Sättigung verändert. Aber ich habe jetzt einfach einmal diesen Farbbereich markiert. Das heißt, der hat mir automatisch da die Rottöne eingestellt und ich kann jetzt da die Sättigung verändern. Also wenn jetzt zum Beispiel in Richtung Rachhaare-Dusche geht, es ist alles immer so ein bisschen gesättigter, es ist alles ein bisschen mehr ins Rötliche gehend. Also sie ist eh schon ein bisschen ins Rötliche gehend, aber wenn ich jetzt eher sage, ich möchte eigentlich lieber, dass die Haut ein bisschen mehr ins Gelbliche geht, also in Richtung 30er Hue, dann ziehe ich mir das nach rechts und sonst eben nach links. Und da kann ich eben genau solche Sachen auch machen, wenn ich sage, sie hat für mich jetzt eine schöne porzellanige Haut, die würde ich nicht ändern. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, der Kunde hat gesagt, das soll ja ein Sommerfoto sein und ich soll ein Teint haben, also ich stelle noch einmal das alles zurück, dann war jetzt so meine erste Herangehensweise, dass ich da die Lightness nach unten ziehe, also dass ich es dunkler mache. Was passiert, wenn ich es dunkler mache? Dann geht mir die Sättigung rauf. Das heißt, da muss ich immer gegenarbeiten. Wenn ich da dunkler mache, dann muss ich die Sättigung raufziehen. Und dann habe ich schon eher einen sommerlichen, bronzigen Look. Das kann ich natürlich noch verstärken. Ich meine, irgendwann schaut es dann nur noch grausig aus, aber genau so. Also das ist auch oft das, wo ich sage, ich arbeite vielleicht wirklich am ganzen Hautbild, dass es ein bisschen gebräunter ausschaut, die Haut. Oder dass ich wirklich sage, ich gebe da jetzt einen Layer rein. Ich möchte jetzt zum Beispiel nur diese Sommersprossen irgendwie herausbringen. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Klick und das ziehe, dann nimmt er mir zwar jetzt das komplette Hautbild, aber ich kann da herunten diesen Bereich verkleinern. Und ich kann mir das wirklich so einstellen, dass ich vielleicht wirklich nur diese Rottöne von die Sommersprossen kriege. Ja. Und die kann ich dann ein bisschen dunkler machen. Also ist noch immer ein bisschen zu breit, aber ihr versteht, was ich meine. Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Rötungsbereich habe, dann schaue ich, dass ich mir diesen Rotbereich wirklich nur auf die Rötungen einstelle und dann ziehe ich den Farbton, das Gelbliche und fertig ist die Geschichte. Aber ich finde das mit dem Hue-Layer einfach viel das ist cool. Hat viel mehr Möglichkeiten, das gut zu steuern. Und eben auch das langsame Aufbauen mit den 7 oder unter 10% meistens von der Deckkraft, das kann man sich wirklich dann extrem sauber steuern, wie weit man es dann haben will. Voll, genau. Und jetzt sage ich euch das einfach nur mal mit dem Augenschatten in der Frequenztrennung, wenn es wird. Voll gern. Ja, passt. Gut. Also ich habe jetzt noch einmal einfach den Raw-Layer hergenommen. Ich dupliziere ihn mal. Damit ihr das einfach als Referenz habt. Und bei mir ist die Frequenztrennung eben auf F2, habe ich mir die gelegt. Wenn ich da jetzt auf F2 drücke, dann legt er mir automatisch eben den Low- und den High-Layer an. Mhm. Jetzt fragt er mich für den Low-Layer eben, welchen Gaussian Blur-Radius ich eingestellt haben will. Genau, und so mein Standardwert, den ich da eingestellt habe, ist 6.
In dem Fall bin ich sehr close. Das heißt, wenn ich da 6 eingestellt habe, sehe ich noch sehr viel von dem. Ist wahrscheinlich zu wenig, ja. Würde ich jetzt eher auf 8, vielleicht sogar 10. Schauen wir mal. Boah, probieren wir es einmal mit 10. Mhm. Auf 10 gehen. Das Gleiche muss ich jetzt natürlich für mein Highlayer einstellen. Also auch. Ja, du machst es nur mit dem Hochpass. Cool. Genau. Wie machst du? Über Kanalberechnungen, nein, Ebenenberechnungen. Aha. Ja, da braucht das nur einmal einstellen, weil sie sich dann vom anderen aus berechnet. Ah, okay. Das heißt, du hast das auch auf einen Shortcut und musst aber nur einmal die Zahl eingeben. Genau. Gut, muss ich auch wieder was umstellen. Falls dich das interessiert, kann ich es ganz kurz zeigen oder wir machen es beim nächsten Mal. Nein, zack her. Okay, dann gebe ich nochmal schnell meinen Monitor frei. Schups. Und in dem Fall. Ups, da habe ich das vorher gezeigt, kopiere mir das Ganze, was ich da vorher gemacht habe, einfach mal rein. Und vom Grundprinzip ist so, ich gehe einfach her und sage Frequenztrennung, Play und starte dann irgendwo mit einem Wert, wo es halt irgendwo sinnvoll ist, sagen wir so. Und das Endergebnis ist genau das gleiche, aber ich muss eben nur einmal eingeben. Mhm. Und jetzt quasi händisch hergezeigt, was man machen muss, kann man total super automatisieren. Also das ist die Automatisierung da drinnen. Und ich habe das schon eher länger nicht gemacht, das heißt, ich hoffe, dass ich es jetzt quasi zusammenbringe. Im Wesentlichen zweimal duplizieren. Das unten ist die Low-Ebene, das oben ist die High-Ebene, soweit so gut. Und die Low-Ebene wird mit dem Gaußschen Weichzeichner weichzeichnet. Das kann man sich eben dann noch in der Aktion mit einem User-Stop einstellen. In dem Fall bleibe ich mal da ungefähr, zack. Und jetzt aktiviere die High-Ebene und stelle mich auf die High-Ebene. Und der Punkt ist, dass ich über Bild kann jetzt in die Bildberechnungen reingehe. Das ist auf Englisch müsste das Image Calculation so denkt sowas in Richtung sein, also relativ 1:1 übersetzt. Und da herinnen gibt es den Mischmodus Subtrahieren. Und das Thema ist, ich nehme jetzt, weil ich stehe auf der High-Ebene, drum nehme ich jetzt die Low-Ebene, das ist die, ich muss jetzt aufpassen, welche das ist, und subtrahiere die Low-Ebene von der High-Ebene, allerdings mit einem Faktor von 2 und einem Versatz von 128. Das ist wichtig, das muss man eingeben, als andere, also das müssen Sie merken. Und was ich damit mache, ist, dass ich halt von der Pixel-Ebene, wie es vorher war, die Unschärfe von danach abziehe und über den Versatz von 128 in einen grauen Bereich rüberkomme. Und wenn ich das jetzt wiederum auf lineares Licht setze, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ja ganz genau, dann ist das eben genau das Gleiche. Mhm. Und wie gesagt, es ist prinzipiell wurscht, es ist genau das Gleiche, es rennt halt ein bisschen schneller. Das ist so optimieren am hohen Niveau. Nein, aber es ist voll lustig, weil ich meine, mir ist die Herangehensweise, dass man so die Frequenztrennung macht, auch bekannt. Mhm. Nur zu dem Zeitpunkt, wo ich das damals eben gesehen oder gelernt habe, dass es die zwei Möglichkeiten gibt, habe ich mir über Effizienz noch nicht so viel Gedanken gemacht. Und dann verwendest du es. Voll. Und dann bleibst du dabei und dann denkst du über das nicht mehr nach. Und das ist so cool, wenn man sich dann eben austauscht, so wie mit dir, dass man wieder merkt, ah ja, schau, da kann ich auch wieder was einsparen und da auch wieder was. Und das ist. Und ja. Ich habe es übrigens auch mit Olaf Giermann gegengecheckt. Und dann passt es normal, also mit Olaf redet. Und er hat gesagt, es ist mehr oder weniger 1:1 das Gleiche, aber eigentlich sogar besser, weil ich bei der High-Ebene quasi wirklich auf die Pixel von der Low-Ebene zugreife und die dann abziehe. Und dadurch. Ja, aber wie gesagt, man braucht nicht damit den Wert ergeben, unterm Strich in der Aktion. Ja, ja kann man. Voll wichtig. Schau, das ist genauso wie, also da muss ich mich selber bei der Nase nehmen und da bin ich auch nicht der Pro, weil ich mich selten mit dem beschäftigen will. Ich mache ja in 90% der Fälle mache ich zwischen mein ja, die macht die wieder groß. Ups. Ja. Also der Photoshop-Bild. Mache ich zwischen meiner Low- und High-Ebene eine leere Ebene dazwischen und danach stelle mir das Brush-Tool ein. Ja. Und ich habe es noch immer nicht in meine Aktion aufgenommen. Aber da bin ich einfach ja. Dann teilweise ein bisschen faul, was das betrifft. Genau, also ich habe genau das gemacht, also die Frequenz, ich meine, das kann man sich eher bei jedem YouTube-Video oder wo er immer nachschauen, das findet man eh wie Sand am Meer. Ich mag recht gern den Flurn-Kanal, finde ich recht nett, ja. Da haben auch viel freie Tutorials. Ja. Und genau, da habe ich mir jetzt dann eben eine leere Ebene dazwischen gemacht, ganz normaler Ebenenmodus. Dann habe ich meinen Brush eingestellt. Der Brush ist eben auf dem
Pinsel, also ob der jetzt hard oder round ist, das stelle ich mir sowieso immer ein, wie ich es brauche. Also das passe ich sowieso immer an, aber das ist einmal so die Grundeinstellung, dass der Soft Round Pressure Opacity, also ich kann mit meinem Grafiktablett die Opacity einstellen und dann stellen wir da oben eben zusätzlich noch den Flow ein. Und das ist so ein bisschen persönliche Präferenz. Ich mache es jetzt einfach wirklich sehr gering und mache einfach mehrere Striche. Mhm. Und ich sage jetzt einmal, früher bin ich meistens hergegangen und habe mir diesen Farbwert da drunter genommen, wo ich sage, okay, der schaut hell und freundlich und munter aus, weil was ja hauptsächlich passiert ist, durch diese Augenringe, man schaut mürrig aus. Ja. Und das kann schon sein, dass eine Person immer diese Augenringe hat, dann ist es auch wichtig, dass die nur leicht abgemildert werden und nicht komplett weggenommen werden. Also gerade zum Beispiel bei Personen aus Indien oder so, finde ich, dass da immer ein Schatten da ist. Also das hat nichts, glaube ich, mit der Müdigkeit oder Mund. Also das ist einfach so durch die Pigmentierung, glaube ich. Also wenn man das wegnimmt, dann schaut das auch total fake aus. Bei ihr ist es, glaube ich, einfach so, weil sie halt vielleicht einfach nicht viel geschlafen hat die Nacht oder so. Also morgen schaut das vielleicht schon wieder anders aus und deswegen würde ich es auch fast nahezu komplett korrigieren. Ja. Genau. Also man hat die Möglichkeit entweder, ich habe mir jetzt da diese Farbe aufgenommen mit Alt und Klick und früher bin ich eigentlich eher hergegangen und bin wirklich dem so nachgefahren, also so wie ich den Augenring gesehen habe. Mhm. Jetzt dann gehe ich eigentlich fast eher her, tue mir den Brush so groß machen, dass ich nicht über diesen Streifen da rauskomme. Ja. Und ziehe eher von unten das nach oben. Einfach um da einen schönen Übergang zu machen und eben nicht da diese Streifen reinzukriegen. Cool. Das ist jetzt bei so wenig Farbauftrag, merkt man jetzt nicht den Unterschied großartig, aber ich finde trotzdem das teilweise ein schöneres Ergebnis zu starten. Ja. Als wenn man so das nachzieht. Ja, voll. Genau. Und so tastet man sich heran und dann kann man das eh ein- und ausblenden. Und wenn ich jetzt sehe, dass ich das übertrieben habe, dann entweder gesamt oder mit Radierer, ja. Kommt cool. Wieder zurück. Und da ist es auch so. Also wenn ich jetzt sage, okay, mit den Augenringen bin ich jetzt einmal zufrieden, dann mache ich es meistens so, dass ich mir das wieder zusammenmerge, dann mache ich mir wieder nein leer. Einfach, also das ist einfach für mich so ein Ding. Ich mag das voll gern. Das ist für mich okay. So ein Hackerle drunter, das habe ich gemacht. Also das ist mir so für mich gutzi. Und dann, wenn ich jetzt da oben das zum Beispiel mit der Frequenztrennung machen will, nehme ich mir da wieder an Farbbereich, der passt und dann male ich mir da auch wieder in leichten Pinselstrichen drüber und genau, also wenn man Übung hat mit dem Ganzen, dann muss man nicht mit so geringen Werte arbeiten, dann kann ich auch mit dann kann ich auch mit 100% Flow und einfach über den Druck auf dem Grafiktablett erfahren. Aber das ist einfach, wie man es gerade einfach hingespielt hat. Ja. Also, aber mit dem Flow kann man rein theoretisch sogar mit einer Maus arbeiten, wenn man geschickt ist. Ja, ganz genau. Und ja, genau. Für die Zuhörer, falls euch interessiert, glaube, du hast das ja schon erwähnt, die Deckkraft kann man umstellen, indem man einfach auf der Tastatur von 1 bis 0 klickt. Dann hat man einfach 10% Deckkraft zum Beispiel, wenn man am 1 ist und 0 ist dann wieder 100. Und wenn man den Flow, also den Fluss umstellen will, einfach die Shift-Taste dazu, Shift 1 ist jetzt 10% Flow, Shift 0, also Großschreibtaste 0 ist 100% Flow. Und falls man jetzt, was hast du gerade eingestellt, 13, 18% Flow haben will, dann sagt man einfach Shift 1, 8 und hat 18% Flow. Ist das gerade bei mir nicht? Wirklich? Ist es am PC vielleicht anders? Na, so laut eigentlich. Okay. Warte mal, let me see. Nicht, dass ich das Falsche sage, aber Shift 7, 70%, ja, beim Flow. Mhm. Vielleicht jetzt wegen der Übertragung, das kann natürlich einmal sein. Weil bei der Opacity funktioniert es gerade, aber mit Shift, ja. Muss ich später nochmal drehen. Ja. Aber voll cool. Guter Tipp wieder. Und genau, jetzt kann ich euch, wenn ihr wollt, noch einmal das Ganze, also, ja, ich meine, mit der Frequenztrennung kannst du im Endeffekt fast alles machen. Also, genau. Also, das ist einmal so ein Punkt, den ich immer sage, wenn ich Frequenztrennung erkläre. Für Photoshop ist das, was man da jetzt sieht, einfach nur ein Pixelhaufen. Für uns schaut der jetzt aus wie ein Gesicht oder in dem Fall wie ein Auge. Frequenztrennung kann man überall anwenden, wenn man da mal weiß, was jetzt so die Idee dahinter ist. Ja.
Und das ist ja oft auch gut zu wissen, dass das wirklich nur ein Pixelhaufen ist, weil oben so ärgert man sich so. Und wenn man dann einfach wieder dazu zoomt und sieht, das sind alles nur Pixel, es ist alles nicht so dramatisch. Genau. Dann ist man wieder ein bisschen entspannter. Richtig. So, naja, und also mit der Frequenztraining, was können die da jetzt zum Beispiel noch machen? Also Frauen, vielleicht auch manche Männer, ziehen sich ja zum Beispiel die Augenbrauen so nach. Und wenn man jetzt dann so Lücken drinnen hat, könnte man rein theoretisch, das ist dann ungefähr so, wie wenn man ein Puder verwendet, um sich diese Augenbrauen ein wenig aufzufüllen, kann man da das auch ein bisschen auffüllen. Oder da jetzt zum Beispiel, also da, wo gar keine Haare sein, ist es dann fast schon ein bisschen schwieriger, weil dann kann es auch oft fake ausschauen. Ja. Aber ich kann da das leicht auffüllen, damit das nicht so verloren ausschaut. Man natürlich kann immer da einzelne Haare einzeichnen, aber in der Frequenztrennung geht es ein bisschen schneller, wenn ich das wieder ein- und ausblende. Genau. Cool. Jo. Und was man übrigens die ganze Zeit sieht, das ist einfach nur zum Hervorheben, de facto arbeitest du die ganze Zeit nur mit dem Pinsel. Und der Pinsel ist eigentlich wirklich eins von den absolut wichtigsten also Tools in Photoshop. Also ob es jetzt Masken sind, ob es jetzt Dodge & Burn ist, irgendwelche Retuschearbeiten, Farbanpassungen, Pinselwerkzeug, ganz, ganz entscheidend wichtig. Ja, ich meine, bei mir ist es auch so, ich zeichne sehr gern und male sehr gern. Das heißt, mir ist der Pinsel generell sehr naheliegend, aber ich arbeite auch in der Frequenztrennung, wenn ich das jetzt auch oft, weil ich vorher ja gefragt habe, ich glaube, der Alex, ob ich das Patch-Tool da herin verwende. Wenn ich mir jetzt da die High-Ebene ausblende, dann sehe ich, ich habe nicht so viel weich gezeichnet, dass alles komplett weich ist. Das heißt, wenn ich da jetzt zum Beispiel, wenn ich da jetzt sage, ich arbeite jetzt nicht mit dem Pinsel, sondern ich möchte mir da in dem Bereich einen netteren Übergang zaubern, dann kann ich ja da zum Beispiel auch mit dem Patch-Tool diesen hier machen und das mal einfach rundziehen. Das heißt, ich habe da noch immer Unebenheiten eben von der Struktur drinnen, aber habe da jetzt ein besseres, also das würde ich jetzt nicht machen, das ist ja nur ein Beispiel, um das zu demonstrieren. Ja. Das heißt, ich habe die Unebenheiten noch drinnen, kann ich natürlich eben auch genauso machen mit deinem Tool. Mit meinem Tool? Mit deinem Tool. Sag ich einfach, ja, weil der Name so blöd ist. Das ist dein Tool. Der Unterschied ist halt einfach trotzdem. Ziehst du dir dann, wenn du das verwendest, ziehst du dir das dann so groß auf? Ja. Genau. Und dann über einen Zeichenstift Druck steuert dann natürlich die Größe, wie es haben will. Das heißt, die passt halt entsprechend an und geht dann drüber. Das Ding ist halt, er ist halt relativ massiv in der Anwendung, sage ich mal, ja. Also das ist, das merkt man dann, also da habe ich schon das Gefühl, dass das Patch-Tool ein bisschen leichter ist, oder? Das Patch-Tool dann merken und so, und deswegen ist er, glaube ich, langsam in der Form. Mach nochmal mit dem Patch-Tool das Gleiche, was du gerade vorher gemacht hast, wo du gesagt hast, das ist ein bisschen massiv. Da gibt es nämlich auch einen ziemlich coolen Trick, falls jetzt wer das Patch-Tool nehmen will. Ja, wenn man da jetzt, genau, kannst du loslassen. Wenn man da jetzt sagt, das war zu viel, kann ich nämlich mit dem Patch-Tool jederzeit ins Edit-Menü gehen und auf Fade oder Verblassen, also Bearbeiten-Menü verblassen und kann den letzten Effekt zurücknehmen. Wo war es? Vielleicht war es in einem anderen Menü. Na da, Edit, der dritte von oben. Fade, Patch, Selection. Ah, okay. Und damit habe ich quasi die Möglichkeit, dass ich es auch nochmal zurückblende. Und falls man es jetzt wirklich übertreiben würde, dann klickt man ungefähr 15 Mal mit der Maus. Ich glaube, das ist dann ein wenig zu viel. Aber dann kann ich quasi die Deckkraft von meiner letzten Einstellung vom Patch-Tool da jetzt auch nochmal drüber anpassen, falls man das wirklich will. Und so, es ist halt jetzt mit dem Bereichsreparaturpinsel-Werkzeug, also mit dem Reparaturpinsel-Werkzeug nicht möglich. Und dann muss man da einfach quasi dezenter oder überlegt an die ganze Sache rangehen. Ja, und jetzt sage ich euch noch, wie ich... Ja, mach den letzten Schritt nochmal rückgängig, weil das schaut jetzt irgendwie schlecht aus, durch das, dass ich das gesagt habe. Das mag ich nicht. Genau, so ohne den Patch-Tool, ja genau. Da sind wir jetzt, glaube ich, dann dabei. Alles gut. Genau, jetzt sage ich euch noch, wie ich das Weichzeichnen verwende, wenn ich es in der Frequenztrennung verwende. Und zwar, also es gibt viele Leute, die verwenden so... Also
ich zeige es jetzt auch mal irgendwie vor. Ich habe meistens das Lasso-Tool, habe das mit einem Feather auf 15 eingestellt. Das funktioniert irgendwie für Porträts recht gut. Also wenn ich dann Close-Ups habe oder weiter weg bin, dann brauche ich... Du kannst ja gerne sagen, dass ich das auch so herzeige. Das sag noch. Ich habe gesagt, du kannst ja gerne sagen, dass ich das auch so hergezeigt habe. Von vielen Leuten. Ich habe mich auch gleich angesprochen gefühlt. So, oi, was kommt denn jetzt? Was habe ich getan? Na, das heißt, ich ziehe mir da jetzt einmal an, also ich zeige jetzt einmal her, wie man es nicht, meiner Meinung nach, nicht machen soll. Wenn ich jetzt sage, ich möchte da jetzt dann schöne glatte Haut haben, dann ziehe ich mir da diesen ganzen Bereich auf und dann gehe ich in den Gaußschen Weichzeichner, den habe ich auf meinem Shortcut Steuerung Y und dann tue ich mir das Ganze, also ich bin ja da jetzt eh schon in einem 10er Radius geblurrt drinnen, also ich muss höher gehen, damit ich überhaupt einen Effekt sehe. Wenn ich jetzt das Doppelte hernehme, ne, sagen wir mal, übertreiben wir es komplett, nehmen wir es 30 Fotos her, dann mache ich diesen hier und dann tue ich mir das High wieder einblenden und dann siehst du, dann habe ich diese typische Plastikhaut, wenn ich das im Vergleich zum Original anschaue. Ja, da muss man extremst aufpassen, ja. Genau. Wie ich das verwende, ist folgendermaßen, ich verwende es schon auch, aber ich gehe dann meistens so her, dass ich sage, schau mal, da ist ein Bereich, der ist für mich vom Hautbild okay. Und da habe ich einen Bereich, der ist ein bisschen zu dunkel. Das heißt, wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht weil es einfach, jetzt in dem Bild will ich das nicht verwenden, aber es gibt gewisse Anwendungsfälle, wo es einfach so am geschicktesten und am schnellsten ist, wenn ich da eine Angleichung haben will, dann ziehe ich mir das so auf, dass das meiste, der größte Bereich davon, das Gute, ja, genau. Und ein kleiner Bereich davon, das mir zu Gute, und dann gleiche ich das aus. Und da kann ich dann einen 30er nehmen, das ist komplett wurscht, weil ich einfach nur das dadurch abgemildert habe. Ja, Vergleich dazu. Cool. Und so verwende ich eher das Weichzeichnen, dass ich sage, ich nehme mir da so ganz kleine Bereiche aus, so also wie zum Beispiel da vielleicht, das wird wahrscheinlich auch, wenn ich das jetzt mache, ein bisschen besser. Genau. Einfach so quasi als Erklärung, was dahinter steckt, blenden wir ganz kurz die High-Ebene aus. Wir schauen ja auf der Low-Ebene sozusagen die Farbinformation. In deinem Fall hast du eigentlich auch noch relativ, also ich mache es meistens so, dass ich weniger Strukturinformation auf der High-Ebene, auf der Low-Ebene habe. Und da ist ja natürlich das Weichzeichnen voll geil, weil jetzt wird einfach der Rotpunkt, der jetzt da neben deiner Maus ist, da oben, der da genau, wenn man den jetzt sozusagen weichzeichnet mit dem, also einen Durchschnitt berechnet durch die Weichzeichnung mit dem, was daneben ist, dann hat man auf einmal den Rotpunkt weg. Und da macht das Lokale total viel Sinn. Da kann man es einfach total cool steuern, dass man die Farben einfach entsprechend anpasst, verliert aber dadurch gleichzeitig die Poren und die Struktur nicht, weil man die ja so ist auf der High-Ebene hat. Ja, und cool. ab und zu ist das praktisch oder ab und zu taugt mir das einfach, weil wenn ich einmal den Gaußschen Weichzeichner eingestellt habe, dann brauche ich nur noch Steuerung F drücken, um den Filter zu herzunehmen. Ja. Und dann klicke ich mir da so, also auch wenn ich jetzt das zum Beispiel ein wenig aufbrechen will, diese Kanten, dann kann ich das genauso machen, dass ich sage, okay, ich nehme da mehr von dem Bereich und dann breche ich das ein bisschen auf, dass da irgendwie eine Orge Kanten ist. Oder, ja. Aber es kommt immer darauf an, wie du die Ausgangslage ist, was ist das schnellste Tool oder auf was habe ich auch gerade Lust. Also ab und zu habe ich einfach Tage dabei, da will ich nicht effizient sein, da möchte ich einfach Spaß haben. Cool. Und dann nehme ich halt das Tool, was mir am meisten gerade irgendwie. Genau, jetzt waren wir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Farbebene sozusagen unterwegs. Der Alex hat da so eine Frage gehabt, so eine Frage hätte ich noch, so wie gehst du denn mit groben Poren um? Also quasi, was ist dann mit der High-Ebene und wie gehst du da mit denen um? Okay. Grobe Poren. Es ist so witzig, in letzter Zeit habe ich wirklich wenig auf der High-Ebene retuschiert. Mhm. Wenn ich in der Hochfrequenz, also in der Textur retuschiert habe, habe ich es meistens wieder im gemergten Zustand gemacht. Ich frage mich nicht, warum ich mir das in letzter Zeit so angewöhnt habe. Aus irgendeinem Grund habe ich das irgendwie cooler gefunden. Ja. Aber ich glaube, es hat vor allem auch damit zu tun, dass ich draufgekommen bin, dass man so große Poren
irgendwie ziemlich cool mit Stempel oder mit Brush in einer riesig großen Vergrößerung sehr schnell bearbeiten kann, ohne dass man jetzt irgendwie vor ihm im Fach ist. Aber wenn ich jetzt dann im High bleibe, die Mech hat große Bohren, also sie hat ja eh kaum große Bohren. Ja. Aber schauen wir uns einmal den Bereich an. Das ist zum Beispiel auch etwas, wenn ich jetzt ein High, also wenn ich für ein Magazin arbeite, dann würde ich viel mehr machen als die Regie. Ja. Weil es einfach gefordert ist und weil es Standard ist. Punkt. Keine Ahnung. Auch wenn ich will, dass es in eine andere Richtung geht, aber es ist einfach so. Ja, und, das stimmt leider. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht so das Problem, das, was man ist im ersten Moment einmal gewillt, dass man sagt, der Bereich, ich zahle das jetzt einmal ein, weil man es einfach sieht, das schöner sieht, der Bereich ist das Problem. Da ist einfach, siehst du, so ein Balken drinnen. Und ich bin jetzt dazu übergegangen, dass ich nicht sage, na, das gefällt mir nicht, das Ziel geht jetzt in einen Bereich, wo es mir besser gefällt, sondern, also vor allem, wenn es in Richtung High-End-Retusche geht, wo es ein bisschen, also wo es einfach pipi-fein ausschauen soll und wo man ein bisschen mehr Handarbeit investieren kann, gehe teilweise her, nehme den Stempel, also wenn ihr im High-Layer arbeitet, müsst ihr immer aufpassen, dass da nicht Current jo. Und Low eingestellt ist, sondern das ganz, ganz wichtig. Das, was sonst kriegst du dann Gemurksitzungen. Also da, weil du hast ja da einen Layer, der ist grau. Und wenn ich dann Current und Below nehme, dann kopiere ich mir da rosarote Informationen in den grauen Layer und das geht nicht. Das heißt, nur auf dem Layer arbeiten. Okay. Und da gehe ich jetzt her und nehme wirklich 100% Deckkraft, weil sonst kriege ich auch wieder so ein matschiges Endergebnis zusammen. Und das Problem an dem Ding ist eigentlich nur, dass ich eine Häufung von Poren habe, die ein bisschen zweit aufgehen und dadurch mehr Reflexion abkriegen. Aber ich will ja diese Reflexion auch irgendwie drin haben. Ich finde die ja cool, also ich möchte die nicht komplett weghaben. Das heißt, was ich dann mache, ist, dass ich mir einen Bereich schnapp, wo eben das dunkler ist und dann briche ich das auf. Das heißt, ich gehe nicht her und tue alles weg, sondern ich gehe her und briche einfach diesen Balken auf. Und dadurch, dass ich den aufgebrochen habe, wenn ich das nochmal zurück tue, ja, wahrscheinlich nicht gescheit. Nein, aber man sieht schon, was du machst, das ist ja, voll cool. Ja, genau, dass ich das einfach. Und da ist es witzigerweise so, wenn ich mir dann ganz einen kleinen Pinsel einstelle, den ich schon fast gar nicht mehr sehe, und dann ist eigentlich fast egal, welche Referenz ich habe, wenn ich da einfach so klein, spurig so ein wenig so herumpinsle, cool. Muss ich fast gar nicht sehen, was ich tue. Es ist nur wichtig, dass ich nicht übers Ganze so drüber fahre, sondern es ist wichtig, dass es ein bisschen aufbricht, das Ganze. Dann kriege ich da einen ziemlich schönen Effekt zusammen. Und genau so mache ich es teilweise auch mit Ansammlungen von großen Poren. Ich nehme da eine Referenz und ich tue nicht die Pore als Ganzes weg, sondern ich brich sie auf. Und das ist vor allem, wenn du da überlegst, dass du ja teilweise, du brauchst, also, stellt euch vor, da ist eine Person, die hat überall große Poren. Du wirst zum Schwammer, wenn du das überall machst. Das heißt, du musst eigentlich nur einen Referenzbereich kreieren, der groß genug ist, dass man ihn vervielfältigen kann, ohne dass man die Vervielfältigung sieht. Das heißt, in dem Fall ist es wurscht, weil da habe ich nur so ein paar Poren, die brich ich mir auf und fertig. Aber wenn du dir vorstellst, du hast überall riesige Poren, also riesige Poren, große Poren, dann generierst du einen Referenzbereich und den vervielfältigst dann in größeren Bereichen. Weil du kannst ja dann auch wirklich hergehen, wenn du einen schönen Bereich schon dir ausgearbeitet hast, dann kannst du eben auch wieder hergehen und den einfach von da nach da ziehen oder eben mit dem Tool oder wie auch immer du es dann vervielfältigen willst. Aber eine Geschichte ist mir auch noch aufgefallen, teilweise ist es gar nicht wichtig, dass du alle großen Poren wegnimmst, sondern dass du vor allem die großen Poren in Reflexionen wegnimmst. Sie hat da jetzt leider kein Beispiel dabei, aber du hast ja dann oft so recht glänzend, also eigentlich haben wir da fast das Gleiche gemacht. Da oben hat sie einen Glanz drinnen.
Da, wo die Reflexion am meisten ist, sieht man die Struktur am stärksten. Und wenn du da in dem Bereich, der ja so gehighlightet ist, alles, was hell ist oder sehr farbig, das sieht das Auge als erstes. Das heißt, wenn du in die Bereiche die großen Poren wegtust, wo einfach das Auge hingelenkt wird aufgrund von Helligkeitsinformationen, Saturation, wenn du da arbeitest, sparst du teilweise den kompletten Rest, weil einfach du da jetzt immer zunutze machen kannst, wo das Auge am ehesten hinschaut. Ja, cool. Und das ist immer wichtig, dass man immer in die Bereiche als erstes arbeitet, die am präsentesten sein. Und dann schaut, ist eigentlich der Rest noch notwendig. Mhm. Also da muss man sich immer so ein bisschen, so wie der Zauberer halt mit dem arbeitet, so schau da hin, da weißt du mit der anderen Hand komplett was anderes. Und du kannst beim Retuschieren auch sehr oft machen, dass du einfach sagst, hey, ich lenke den Fokus da hin, da schaue ich, dass es passt, und beim anderen ist gar nicht so wichtig. Ja. Cool. Ja, ich weiß nicht, also sollen wir noch was herfragen? Oder genau, gibt es noch Fragen? Ich meine, ich habe irgendwann einmal schon was gesehen, wo auf einem quasi, wo jetzt mit Dodge & Burn oder auf einer Dodge & Burn-Ebene im total eingezoomten Status mehr oder weniger alles Gleiche gemacht wird, dass halt die hellen Bereiche abdunkelt werden und die dunklen Bereiche aufgehellt. Machst du das auch oder hast du schon mal gemacht oder weißt du überhaupt, von was ich rede? Ich weiß es selber nicht ganz genau. ich blende mal alles aus und nein, ich blende mal nicht alles aus. Ich blende wieder das ein und kombiniere mir das mit zusammen. So, okay, also, ja, das kann man machen. Also, du meinst jetzt diesen hier, dass ich, also bei mir ist das wieder auf ein Shortcut, aber im Endeffekt ist es einfach. Soll ich das einmal händisch machen? Zeig mal her. Ja. Okay, also, damit man das macht, ist, ich erstelle eine neue Ebene. Dann fülle ich mir diese Ebene. Wo ist denn das Füllen drin? Das habe ich schon da und da. Genau. Und dann kann ich das mit 50% grau füllen, die komplette Ebene. Dann sieht man nichts mehr, weil alles grau ist und weil das auf ganz normal gestellt worden ist. Und dann, glaube ich, ist es Linear Light, gell? Linear Light. Ja, Soft Light oder Linear Light, eins von den beiden. Ja. Linear ist natürlich dann schon gescheit massiv. Okay, passt. Weil das ist etwas, was ich immer vergiss, wenn ich die Aktionen verwende. Dann würde ich immer nachschauen, was dort wirklich verwendet worden ist. Genau. Und dann nimmt man das Tool her, Dodge & Burn Tool oder... Aufbelichten, nachbelichten und abwedeln. Heiliger Birnbaum. Ja. Dodge & Burn Tool, ja. Und was das macht, ist, ich zeige es jetzt einfach nur mal im grauen Layer, wenn ich mit dem einen Werkzeug arbeite, ich weiß auch nie, welches das ist. Dodge ist heller. Also wenn ich da jetzt die Striche mache, seht ihr, da oben sind die Mitteltöne eingestellt. Ich habe jetzt eine Exposure von 70%, also wenn 7%, wenn ich das höher mache, dann kriege ich mit einem Strich einfach gleich mit Änderungen zusammen. Aber da muss man auch sehr fein arbeiten, so wie eigentlich da für ein Ding einstellt, das passt ja. Und wenn ich die Alt-Taste gedrückt habe, das ist das Gegenteil dazu, genau. Als das Gegenteil, dann habe ich das Burn-Tool, also das kann ich da herunten auch händisch einstellen. Aber einfach, wenn ich die Alt-Tasten mache, dann kann ich die ganze Zeit zwischen die zwei hin und her wechseln. Also heller, leichter, heller, leichter. Okay, dann füllen wir das jetzt noch einmal drauf. Übrigens der Shortcut Shift-Löschen-Taste, dann kommt man ins Füllmenü. Genau. Ich mache das immer nur mit Aktionen. Vordergrund und Hintergrund füllen. Okay. Kann man das Grau auch? Na, also Alt-Backspace ist, glaube ich, Vordergrundfarbe, Command-Backspace, Hintergrund und Shift-Backspace, dann kommt man in den Füllen-Dialog, also Fläche füllen, und der ist bei mir immer 50% grau eingestellt. Also Shift-Backspace, Enter, dann habe ich 50% grau. Gut. Ja, und dann kann man loslegen. Also wenn ich jetzt in diesem separaten Layer mit dem Tool arbeite, dann mache ich einfach Folgendes, dass ich gewisse Bereiche aufhelle. Ich tue das jetzt ein bisschen. Ja, ein bisschen, genau. Aber es ist eigentlich eine unglaublich aufwendige Arbeit, oder? Ja, voll. Also jetzt habe ich es auf eins gestellt, kein Wunder, dass da nichts passiert. Voll. Also voll. Ich finde, es macht teilweise viel Spaß zu machen. Aber in dem Mikrobereich würde ich es nicht machen, weil es einfach
viel zu aufwendig ist. Und weil du da eben wirklich mit anderen Tools dafür schnelleres und genauso gutes Ergebnis ziehen kannst. Genau. Aber wenn du jetzt in dem Beauty-Bereich halt so close arbeitest und du möchtest, dass wirklich eins zu eins die Hautstruktur erhalten bleibt und du wirklich nichts veränderst dran, dann ist das Tool deiner Wahl. Mhm. Also ja, aber ja, ich finde trotzdem, man kann da extrem viel Zeit verscheißen. Definitiv. Genau da zum Beispiel ist diese Augenbrauen, die halt so definiert sind, die sind ja auch gerade sehr modern. Da zum Beispiel seht ihr, da drunter ist einfach ein bisschen zu dunkel und das kannst du mit dem Dutch and Burn Tool auch zum Beispiel super machen, dass du da einen schönen Kontrast einzauberst. Das heißt, ich fahre jetzt da die Augenbrauenhärchen dunkel nach und die Bereiche dazwischen helle ich aber auf und dadurch kriege ich einfach super knackigen Kontrast und dann kriege ich das, was ihr eigentlich die Visa damit wollt, dass diese Augenbrauen einfach so sehr, sehr prägnant sind, kann man da ein bisschen verstärken. Also ich sehe es jetzt eigentlich nur bei dieser einen Augenbraue. Genau, wo, aber man sieht es. Ja. Aber man sieht es und das kann man halt kann man einfach ganz, ganz extrem arbeiten, dass es halt so richtig knackig ist und so weiter. Genau, also kann man auch machen, dass man es so exakt verwendet. Ich meine, das ist zum Beispiel ein super Tool. Da gibt es ja auch so ein Übungsbeispiel, kennst du das, wo so wie so eine Art 3D gerenderte Kugel ist, die dann wieder so Bumps drin hat? Ah, ich weiß nicht, ich glaube, das Beispiel kenne ich nicht, aber ich glaube, ich weiß, in welche Richtung das geht. Und dann versuchst diese Bumpy-Sphere quasi wieder glatt zu machen. Ja, wenn du das beherrschst, dann weißt du einfach, wie du mit dem Tool umgehen kannst. Ja. Wenn man so machen will. Genau, aber ich meine, das ist halt jetzt zum Beispiel auch etwas, also händisch Zellulite wegbearbeiten. Was da einfach der Vorteil ist, wenn ich dieses Touch and Burn verwende, ist, es ist Handarbeit. Ja. Das heißt, auch wenn du jetzt das so perfekt beherrschst, du kannst nie wie eine Maschine arbeiten. Es wird nie so ausschauen, als wenn du jetzt in einer Frequenztrennung da die Farbinformation zu Tode gebügelt hast. Mhm. Und dadurch schaut es fast immer natürlicher aus, das ganze Ergebnis, weil du einfach wirklich händische Arbeit geleistet hast. Das sagt sie, also wenn ich das jetzt ein- und ausblende, da kannst extrem viel machen, nur es dauert halt. Ja, und, das dauert auf jeden Fall. Genau, und was man auch noch dazu sagen muss, wenn man das verwendet, also in dem Fall habe ich nicht so das Problem, aber wenn ich da jetzt das voll aufhöre, dann habe ich ab und zu einen falschen Farbton drinnen. Das heißt, ich muss mir zusätzlich zu diesem Dutch and Burn Layer eben auch noch einen Color Layer reintun, damit ich mir wieder die richtige Farbinformation herhole. Weil oft ist es so, dass die Leute eben bei diese Augenringe einfach einen anderen Farbstich drin haben, teilweise bläulich, grünlich oder sonst irgendwas. Und dann muss ich eben das noch machen, dass ich mir dann auch wieder die richtige Farbe von unten aufholen. Mhm. Also dann muss ich auch dann nochmal mir die Farbe von da holen und über das drüber fahren. Und dann habe ich einen normalen Layer, Color. Cool. Ja, das sieht man jetzt kaum bei ihr, aber ist es notwendig. Ja. Ja. Und damit schließt sich quasi ein wenig so der Kreis wieder zurück Richtung natürliche Retusche, eben wie du sagst. Man will ja nicht drüber bügeln und Porzellan hauen und was auch immer, sondern es sollte sich alles irgendwo in Grenzen halten. Oder wie du ihm sagst, man will eigentlich damit den Fokus richten auf das, was man eigentlich mit dem Bild erzeugen wollte. So ungefähr. Ja. Cool. Ich schalte damit deinen Photoshop weg und mache es wieder groß. Rup. Zack. Sehr, sehr fein. So, ich glaube, das schreit eindeutig noch am zweiten Part. Ich glaube, wir können da von dir noch ganz viel rausholen und ganz viel lernen. Ja, und ich von dir auch, wie ich gesehen habe. Ich glaube, das eine oder andere quasi auch noch so irgendwie ein bisschen. Cool. Also, ich sage mal, vom Grundgedanken, glaube ich, man hat es wirklich gesehen, es ist eindeutig Handarbeit, wenn es schön werden sollte und eben, also wenn es natürlich werden sollte. Und was wir am Anfang auch besprochen haben, das Thema immer überlegen, was erstellt man da jetzt für ein Bild der Frau meistens und inwieweit hat man da selber die Verantwortung, was man da einfach quasi macht. Und wenn man halt da im Handy dran ist, dann ist es halt irgendwie viel ehrlicher. So schöne Abschlussworte. Also voll gern. Wir können ja dann beim zweiten Teil mit einem von deinen Bildern arbeiten und dann schauen wir uns das gerne. Zum Beispiel.
Okay, dann sage ich an alle, die dabei waren, danke fürs Dabeisein. Wenn Fragen sind, das kennst du, gern im Chat posten oder unser E-Mail schreiben. Ich blende da nochmal die Nadja ein, die findet man auf nadjak.com. Mich findet man zum Beispiel auf YouTube. Martin Dörsch, übrigens mit einem Ö geschrieben, das hat mich relativ schockiert. So, what? Oh ja, mei, mittlerweile lass es. Ja, sonst bin ich immer ohne Ö unterwegs. Und ansonsten sage ich einfach nochmal von meiner Seite danke für die Zeit und danke, dass wir da reinschauen haben können. Und den ganzen Spaß. Cool. Schönen Abend. Schönen Abend an alle. Ciao, ciao.